Spiel rein. Ja, müsste das Spiel jetzt wieder sehen. Perfekt. Zur Sicherheit nochmal raustappe. So, jetzt tappen wir aber nur erst wieder zu. Ach komm. Aller guten Dinge sind drei. Denken die Leute eh schon, ich habe einer der Waffel. Aber wir tappen nachher zur Hymne eh wieder 20 Mal raus. Läuft aber jetzt der Stream. Immer, ja. immer dieses Gequatsche da vorne dran. Unmöglich. Aber so sind wir halt. Und jetzt sind wir im Qualifying. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Und der Julien Lamy müsste jetzt. Hätte er jetzt einen Boxenplatz? Müsste jetzt einen Boxenplatz haben eigentlich. Bisschen blöd dargestellt von der Kamera. Aber es müsste klappen. Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir befinden uns im Qualifying zu Race of Croatia in. Ja, jetzt haben alle Boxenplatz. Gerade eben beim Hinzufügen hat es beim Lamy nicht ganz hingehauen. Jetzt passt's. Race of Croatia, Autodromo Krobnik, zum ersten Mal Tourenwagensport in Kroatien. Und mit mir in der Kommentatorenkabine ist natürlich wieder dabei unser Stammkommentator, Co-Kommentator Novien Amani. 100% Pivo, 0% Alkohol, sage ich da nur. Steht auf der Bande. Schönen guten Abend und herzlich willkommen aus Rijeka in Kroatien, in Krobnik. Und wir freuen uns endlich, wie gesagt, dass es endlich losgeht. Für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, auch die neuen Abonnenten, nochmal gesagt, 10 Minuten Qualifikationstraining. Unbegrenzte Rundeanzahl. Unbegrenzte Runde, aber wie gesagt, die ersten 5 bekommen Punkte. Genau, die ersten 5 kriegen jeweils die Punkte. Ja, 10 Minuten ist vielleicht zu wenig, aber ich kann es nicht mehr einstellen, Novien, weil doch das eine Einstellungsprogramm nicht mehr geht seit Saisonbeginn. Aber ich denke, 10 Minuten ist okay, das reicht ja, es geht ja hauptsächlich ums Rennen. Niko Cevicki ist der Erste, wo die Qualifikation eröffnet. In der SWC und der ICC werden wir ja dann 20 Minuten, aber da hat jeder nur 6 Runden und in der STM werden nur ein paar Runden gefahren, weil ich da ja selber mitfahre. Novien, Niko Cevicki ist der Erste. Läuft der Stream? Ja, super. Und das TV-Logo, das ist auch schön über dem, über der Timeline drüber, oder? Ja, super. Ja. Und ich wollte dir das erste Wort geben, Michael. Was muss man persönlich auf der Strecke beachten? Du bist die Strecke ja schon einmal gefahren in der Grand Prix 2 Ära. Bitte. Ja, das ist eine Highspeed-Strecke, haben wir gesagt. Eigentlich eine Motorradstrecke von der Charakteristik her, aber schön in der Umgebung von Rijeka. Es ist eigentlich so ein richtiger Highspeed-Kurs. Wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, Topspeed, aber am wichtigsten Aerodynamik und der Abtrieb, auch die Bremsen. Ja, was ist hier zu beachten? Einfach Speed und vor allem auch Vorsicht ist zu beachten, denn man muss ja auch mal bremsen. Es kann ja ganz schnell gehen. Die Boxeneinfahrt ist ziemlich gefährlich. Da bremst man schnell runter. Da bin ich ja am Kenan Erden drauf gebrettert im Grand Prix 2 in dem Rennen damals. Es ist einfach eine schnelle Strecke. Man muss beachten, dass hier eben es schnell geht. Und ja, mehr muss man eigentlich nicht beachten. Was soll ich da groß sagen? Wichtig, dass man aber auch auf den Spritverbrauch achtet. Denn der Spritverbrauch, je schneller eine Strecke ist, desto mehr verbraucht ja auch das Auto Sprit. Denn Nico muss zum Beispiel jetzt schon wieder in die Box, obwohl er gerade auf der Zeitrunde ist, was sich jetzt auch nicht erklärt, warum er jetzt da wieder in die Box geht. Aber das ist zum Beispiel ein richtiges, wird ein richtiges spannendes Rennen, weil durch diese Highspeed-Strecke werden wir ganz schön viele Überholmanöver sehen. So ähnlich wie wir das in der SWC in Spielberg erlebt haben. Hier wird es also ganz schön spannend werden. Wie wichtig ist, dass man hier, du hast ja wie gesagt dich schon getestet, was sind deine Eindrücke von der Strecke und wie weit von Krobnik Richtung zum Flughafen? Wie weit von Krobnik ist zum Flughafen? Rijeka, das ist ja nicht weit. Ja. Ist ja in der Stadt, quasi aus, ein bisschen außerhalb von Rijeka. Achtung, denn Niko fährt seine Zeit nicht zu Ende. Also, das ist aber auch eine Fehlplanung, liebe Leute. Amani kommt über die Linie. 1,338, Schweizer ist Zweiter.
Also da haben Sie jetzt beim Roal Motorsport Team aber ein bisschen an der Betankung gespart. Da wollten Sie die Beißler-Strategie, zwei Runden Sprit, das hat wohl nicht geklappt. Ich hoffe nicht, dass wir hier ein bisschen Spritausfälle noch sehen werden, dass denen der Sprit nicht reicht. Uiuiui. Sind wir hier bei Novien Amani im Citroën Cockpit mal zu Gast, wie er hier das sieht. Er steht ja kurz vorm Wechsel zu Honda. Ja, Novien, an sich eine schöne Anlage, schön zu fahren. Würde ich mir auch in echte Molle Formel 1 Grand Prix dort wünschen oder zumindest Molle MotoGP Grand Prix wäre dort schön. Man sieht ja auch von der Umgebung. Man hat allerdings wenig Auslaufzone, gell? Also hier gibt es keine Track-Limits und sowas. Also man ist hier schnell auf dem Gras und die Banden sind auch ziemlich nah. Sehr nah. Ja, besser gesagt, auch wenig Reifenstapel, eigentlich ja nicht FIA-tauglich in echt, wenn man das hier so sieht, aber für uns immer noch tauglich genug, um hier zu sagen, fahren. ja, wenn die echt so würde, mit den Augen zu können, zu sagen, egal, Strecke abnehmen, immer den Kalender schmeißen. Ja, ich würde auch ein Auge zudrücken. Julien Lamy, gerade eben stand er noch ein bisschen schräg beim Hinzufügen der KI. Jetzt ist es aber richtig. Der hat 1,33, 8, 13 wäre jetzt auf der Pole Position. Dann Armani und dann Chivitan Chatrakama. Den haben wir gesprochen in der Vorberichterstattung. Der hat sich hier gut verkauft bis jetzt. Und wird von McLaren mittlerweile gefördert, der Chivitan, genauso wie Tanja Chirac. Achtung, Boris Ja. Nivic auf der 5 bei seinem Heimspiel. Stark vom Lokal, ja, vom Lokalmatador, wollte ich gerade sagen. Ganz, ganz stark. Eberhofer auf der 5, das ist auch stark. BMW im Qualifying eher nicht so stark. Die kommen eher im Rennen durch ihre aggressive Strategie. Imamovic jetzt gerade auf der Strecke. Der Schweizer fährt ja hier als Schweizer. Gebürtige Deutsche. Bosnischer Abstammung, oder so könnte man es doch zusammenfassen. Ja, richtig. Mal gucken, was. Sein Vater Dix BH ist heute hier auch da, Und der um seinen fährt die Sohn. Runde auch nicht zu Ende. Eieiei, also das wird auch doch ein spannendes. Re Warum stehen da jetzt Reifenstapel in der Boxeneinfahrt? Also, wer hat es da hingemacht? Das geht gar nicht. Also, liebe kroatischen Freihandschen, ich glaube, da müssen wir nochmal Da müssen wir nochmal diskutieren. nachbessern. Das darf also nicht sein. Patrice Chirac. Ich habe eine, also es gibt, wird demnächst in der nächsten Saison eventuell überlegt, den Rennkalender auszuweiten. Etwas. Ich habe gesagt, etwas. Ja, ist aber noch nicht sicher, weil die Saison soll ja wieder nur von Oktober bis April gehen. Weil ja dann die Hauptsaisons laufen, wie gesagt, genauso wie die SWC jahresübergreifend, auch die ITCC, während wir hier jetzt im Cockpit mit dem Seat-Piloten Patrice Chirac sind. Sein Vater, Jacques Chirac, sein Großneffe, ist dabei Sein heute. Großonkel ist wieder dabei, ja. Tanja Chirac hat uns in Daytona überrascht, gell? Die hätte ja fast das Rennen gewonnen, wir erinnern uns. Bei dem SWC-Rennen hier am Ja, Mittwoch. und ich habe es ja kurz gesagt, der Vater von Cem ist ja auch heute dabei. Wir grüßen dich trotz alledem. Genau, Dixon for Crew Dixon. heißt der Hashtag nach wie vor. Genau. So, fährt Danke. der jetzt über die Moment. Linie? Ja, das sieht gut aus. Was wird er uns zeigen? Man sieht schon, wie schnell das geht. Ah, der geht jetzt erst auf die Zeitrunde. Man ist Dauer im sechsten Gang, hat man gerade gesehen. Also. Aber Seat wird heute keine Chance haben wegen der Topspeed. Da fehlt einfach 10 bis 15 km/h. Das ist richtig viel. Ja, das ist ja auf so Und einer Strecke wie hier in Grobnik natürlich katastrophal. Aber wir haben andere auf der Rechnung. Und wir schauen mal, Alex Huben fährt, Czewicki fährt nochmal raus. Ich hoffe, die haben ihn jetzt auch richtig betankt. Johannes Mehles! Oh, der ist da angeschlagen, haben wir kurz gesehen. Zweiter. Johannes Mehles, Zweiter. Ist da aber kurz angeschlagen. Ich habe doch gesagt, die Reifenstapel, was machen die denn da? Die gehören da gar nicht hin in der Boxeneinfahrt. Also bitte, ich bitte da um dringende Nachbesserung. Es kann ja wohl nicht wahr sein.
So, Da wir geht. gehen mal kurz über Johannes Medes kurz ein, Michael. Du Genau, bringst die er Überleitung. hat nämlich in der Vorberichterstattung, haben wir es noch thematisiert, das ist sein letztes ITCC-Rennen. Er möchte der Serie erstmal den Rücken kehren. Erstmal, Rückkehr ja nicht ausgeschlossen. Er hat aber gesagt, er möchte sich auf die also vorübergehend jetzt erstmal auf Formel 1 konzentrieren. Grand Prix 2, nächste Woche der Saisonauftakt in Bathurst. Es geht am Mittwoch für die Schalten Sie schon mal meisten. ein. Am Mittwoch geht es für alle dann mit dem Flieger von Zagreb aus nach Bathurst. Und er möchte sich auch auf die STM konzentrieren und auch noch in den Meisterschaftskampf in der SWC eingreifen. Und deswegen hat er gesagt, ihm ist es dann doch zu viel für seine noch erst gerade beginnende Karriere. Aber Rückkehr nicht ausgeschlossen. Novin, Platz 2, stellt aber vor, der gewinnt hier jetzt sein Abschlussrennen. Sein letzter Auftritt, der gewinnt hier noch. Das wär's doch. Das wäre nicht schlecht und Johannes hat einen Job von der Kommentatorenstelle bekommen. Viele schätzen ihn als Co-Kommentator auch sehr hoch auch an. Und ich denke, er wäre auf jeden Fall ein ganz guter, geeigneter Gastkommentator. Das muss man auch dazu sagen. Wir hatten ja auch viele Gäste schon gehabt in der Kommentatorenbox, respektive in der Expertenmeinung. Nico Czewicki, Johannes Medes, der ja beim Qualifying in Spa-Francorchamps schon seine Meinung gesagt hat. Fuxi LP Ja. und Fuxi, Champ. richtig, Champ, genau. Und ja, Auch in jeder, früheren der gerne. Aufnahmen war mal der Joker noch mit uns einmal dabei bei einer Grand Prix 4 Session. Also wir hatten doch Richtig. schon einige dabei. Bei Schlag den Lewis hat man noch den Dustin und den Veko auch mal mit dabei. Jake, Grand Prix Jake, 4. genau. Und Novian ist abgewunken. Das Qualifying ist beendet, wenn ich das hier richtig sehe. Slivic wollen wir mal zeigen, denn er ist der Hauptakteur. HRT, das kroatische Fernsehen, überträgt heute live. Er ist die kroatische Motorsporthoffnung. Slivic. Cevicki noch am Ende auf die 6 vorgekommen. Stark. Stark. Wichtig, wichtig. Der schielt ja auf das Cockpit bei BMW, wenn Alex Huben tatsächlich zu Chevrolet wechseln möchte, dann wäre Cevicki der erste Kandidat, der das BMW-Cockpit hier in der ITCC übernehmen kann. Boris Livic, der schielt auch auf einen Cockpit bei Chevrolet. Aber Aber für man den muss wäre ihn auch. wirklich heute mal mit dem Lader platzen. Stark, ganz stark. Stark, stark. Und ich glaube, ja, Mani abgewunken. Wir müssen mal raus. Chevitan Chadragama, stark wieder. Der holt im Qualifying öfters mal Punkte. Also das ist auch so ein Ja. Punktehamsterer im Qualifying, so wie auch der Kenny. Hardenacker Cevicki noch verdrängt am Ende. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Die BMWs auf 8 und 9. Das ist für B. Und Matze Schweizer, Startplatz 10, wenn es so bleibt. Das ist auch eine gute Leistung von Matze. In der Wiese, der ist im Tourenwagen Sehr. nicht so. Ja, hat sogar die Chirax geschlagen. Ja, was Imamovic kannst du über fährt Amanis noch. Leistung sagen? Oh, da sind einige, die keine Zeit haben. Jetzt Oh. frage ich mich, wir gehen mal raus. Wer? Qualifying beendet. Keine Zeit hätten momentan Imamovic, Kenny, Keuser, Reichelt, Luger, Fiebiger, Fuchsi, Walvoric, Joker, Beißler. Die fahren jetzt allerdings noch. Ich frage mich jetzt, das Qualifying ist eigentlich abgewunken. Ich glaube das nicht mehr, dass das zählt. Nein. Ich weiß aber nicht, ob die nicht noch kurz vorher rausgefahren sind. Die haben, wir müssen jetzt mal kurz abwarten, was hier passiert, ob hier noch Zeiten eintrudeln. Was kann gut sein, dass die vielleicht ein, zwei Sekunden vorher noch über die Linie gekommen sind. Dann würden sie die Zeit zu Ende fahren dürfen. Aber hier sind 10 Minuten dann vielleicht doch zu kurz. Ich bitte das aber zu entschuldigen, da ich kann es leider nicht mehr einstellen. Ich wollte es ja auf 20 Minuten mal einstellen, aber da das Programm nicht mehr funktioniert, der Dedicated Server dauernd abstürzt, kann ich gar nichts mehr einstellen an den Einstellungen. Ja, das heißt, das halbe Feld hat es nicht geschafft, eine Zeit zu setzen. Das ist aber, ich würde mal sagen, peinlich, weil die haben einfach geschlafen, Novin. Da kann er die 10 Minuten auch nichts dafür. Das wissen die Fahrer, insbesondere der Beißler, die wissen das, dass es nur 10 Minuten geht, ja. Norwin, ich würde mal sagen, die Hälfte von denen hat einfach geschlafen. Wir haben einfach zu lange gewartet. Das ist nicht die Schuld des der Qualifying-Zeit, sondern das ist die Dummheit von einigen, die einfach gewartet haben.
Ich wollte noch sagen, 60 in der Box. Ja. Also, das ist, ich muss sagen, schon peinlich, finde ich ein bisschen hier. Imamovic, Kenny, Keuser, Reichelt, Luger, Fiebiger, Fuchsi, Wawrinka, Beisler, Joker, das sind ja alles keine Nasebohrer. Die haben einfach alle zu lang gewartet. Das ist ja unfassbar. Also, wie kann denn sowas passieren? Also, wie kann denn das passieren, liebe Zuschauer? Das sind ja das halbe Feld, nur 12 Fahrer mit einer Zeit. Und da sind einige Top-Pilote dabei. Also, das ist eigentlich ein Schlag in die Fresse, möchte ich mal sagen. Also, ich denke, Novin ist schon bemüht, die ein oder andere Stimme einzufangen, was denn da los war. Gab es technische Probleme an den Autos? Das ist das Wenn das so, wenn das Endergebnis. so, ich sage mal so, wenn das so wäre, Michael, dann wäre das okay, verständlich. Aber so ist das Aber schon ein bisschen viel. Das halbe Feld und die sind alle aus der Box gekommen, Novi. Die Boxen waren nicht versperrt. Anders wie beim Renault-Komplex. Da haben wir es ja auch verstanden. Aber hier waren die Boxen frei. Das ist einfach. Da hat man sich verpokert. Aber da hat sich das halbe Feld. Da sind die fast alle Hondas. Fast alle Hondas, die sich da verpokert haben. Es sind sogar alle Hondas, die sich verpokert haben. Also so wird es nichts mit der Meisterschaft, sage ich mal. nein. Das ist schon Also, wir gehen heftig. jetzt mal auf die ersten Genau, 12 trotzdem. es Wir sind fangen ja. aber von Patrice Chirac erstmal an. Okay. War ein bisschen ungewohnt. Also, Wir sind im ich Qualifying mache im die Warm-up jetzt. ersten von 6 bis 12 und du machst die letzten 5. Ja, ich mach die fünf. Einverstanden? Ja, mach das, Novin. Also, Patrice Chirac mit einer Zeit von 1:36.561, 8000stel langsamer als seine Schwester aus Liechtenstein, die Tanja Chirac, im zweiten Seat. Matthias Schweizer komplettiert das beste Seat-Ergebnis in der Qualifikation. Das muss man auch in der Stelle hinwegnehmen. Also 10 bis 12. Starke Leistung von den drei Seats. Ob sie das bis zum Ende durchhalten, mag ich trotzdem zu zweifeln, Das weil wäre Champions ein League. WM-Punkt, wenn der Schweizer Zehnter wird. Nehmt dann Punkt mit. Genau, und Champions. Aber Champ ist trotzdem erpicht und sicher auch gewappnet, dass er trotzdem die Seat schnappen möchte. Da bin ich mir sicher. Dann Jake Eberhoff auf der 9. Dann Alex Huben, Nico Cevicki und Martin Hardenacke. Martin Hardenacke, der mich wieder überzeugt hat, gar keine Frage, der zeigt auch zu Recht, warum er das Cockpit bei der SCM auch verdient hat. Das muss man auch wirklich sagen. Im Campus Racing Team und ja. Wieder mal eine starke Leistung. Nico Cevicki hat das Beste noch draus gemacht, sonst wären es nur noch 12, ich glaube 12 Fahrer, noch einer wirklich weniger, der eine Zeit gefahren hat. Trotzdem starker Siebter. Alex Huben vor Eberhofer, wichtig, vor allem in der Meisterschaft, aber schlecht in der Konstrukteurswertung, weil Chevrolet hat eine gute Ausgangsbasis. Aber zurück zu dir, Michael. Das ist richtig. Nico schielt ja auf das Hubencockpit. Aber wir wissen, BMW fährt länger, Novin. Das sagt uns ja jetzt noch gar nichts. Gehen wir mal weiter. Platz 5. Boris Livic holt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in der Qualifikation einen Punkt. Schon hier bei seinem Heimspiel. Also die Fans, die Kroatischen, freuen sich auf den Boris Livic. Die feiern den ja regelrecht. Das Die ist der kroatische neue. Rennsportlegende. Ja, der ist schon mittlerweile bald eine kroatische Rennsportlegende, Boris Livic. Ich muss an der Stelle sagen, falls du zuschaust, Boris, ich habe mir heute nochmal dein Video This is Formula One angeguckt und ich war wirklich berührt. Also auch mal beim Boris vorbeischaue auf YouTube, der macht echt geile Formel 1 Videos. Wirklich Oder auch. Ihnen folgen auf Twitter. Genau, die Videos haben auch wirklich Emotionen und die zeigen, wie der Rennsport wirklich ist und nicht das, was man heute in der Formel 1 zu sehen bekomme. Gehen wir mal weiter. Grüße an dich, Boris. Dann Chevitan Chatrakamal. Wieder mal so ein Punkte haben statt Qualifying schon ein paar Mal geschafft, wie auch der Kenny. Der Chevitan hat ja aufsteigende Form in den letzten zwei Rennen gezeigt. Also der ist durchaus ein Talent. Der könnte wirklich mal der erste Inder werden, der was zusammenbringt. Und dann müssen wir mal hier Novien Amani auf der 3. Im Citroën, Novien, kannst du hier sogar gewinnen? Also ich habe ja vorhin noch gesagt, Citroën könnte hier eine Überraschung liefern. Bist du die Überraschung? Kannst du das Rennen gewinnen? Mir würde dann aber die englische Hymne hören. Auch hier sei gesagt, Novien fährt unter britischer Lizenz. Also wenn du gewinnst, werden wir die englische. Liegt aber in London. Werden wir die englische Hymne hören.
Nicht die Deutsche. Ist halt umgezogen, genau. Da kannst du auch noch kurz erzählen, der ist Das ja werden wir dann umgezogen. im Rennen dann erwähnen. Johannes Mehles bei seinem In doch seinem sicher letzten. letzten ITCC-Rennen nochmal Zweiter. Das wäre wichtig für Scheffi, wenn er das halten kann. Nachfolger könnte der Fuchsi werden, gell? Aller Voraussicht nach wird Fuchsi wohl das letzte Mal im Citroën sitzen. Ja, und Julien Lamy auf der Pole, der Belgier, den viele gerne in der STM gesehen hätte, wo auch viele traurig waren, auch der Norwin, dass es dann doch nicht gereicht hat. Aber der Julien hat eine Zukunft. Ich denke, er wird nicht das letzte Mal im Tourenwagen gesehen sein. Er wird uns in der Indycar-Serie dann erfreuen. Da fährt er mit dem Schöne Mario Grüße an dich, zusammen. Julien. Genau, fährt er mit dem Mario Reichelt. Schöne Grüße an euch beiden zusammen für das Target Chip Ganassi Team. Und ich meine, die sind ja favorisiert im Indycar, gell? Also wenn du da ein Top-Team bist, von denen können wir was erwarten. Ja, wir machen, wie gesagt, jetzt Nein, wir eine machen. kleine. Es gibt kein Cut, Novin. Ich bin jetzt auf. Nein, eine kleine Beendigung. 10-sekündige Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Klar, genug. Nur ein Spot. Also es sind alle Fahrer am Start. Beißler letzter. Ich meine, das ist natürlich auch wieder ein Schlag ins Gesicht für Michael Beißler. 16 Sekunden noch, dann geht's zur Aufwärmrunde. Hier wird stehend gestartet. Das bleibt hier. Hier funktioniert es ja auch, gell? Anders wie in GameStopper. Aber da haben wir ja auch gesehen, dass wenn wir fliegende Start machen, es da besser funktioniert. So, die Formation Lab geht los, Novien. Ist noch in der Werbung. Wie Ja. geht's nochmal durch? Julien Lamy und Johannes Mehles Reihe 1. Das ist Johannes Mehles sein letztes Rennen. Aber er könnte hier ja gewinnen. Das wäre ja ein Kracher. Reihe 2. Novin Armani und sein Arbeitskollege Chevitan Chatrakamana. Das wird ja auch interessant. Reihe 3. Nur wieder mal Boris. erstes Rennen in britischer Lizenz. Genau. Jetzt auch hier offiziell in die britischen Lizenz, vor bisher für Deutschland. Boris Levitsch, der Lokalmatador. Also ich würde es ihm ja jetzt echt gönnen, wenn der hier jetzt gewinnen wird, weil damit mir endlich mal die kroatische Hymne hören dürfe. Die Wenn würde ich die nämlich Punkte mal. kommt, massiv. Die würde ich ja gerne mal hören, die kroatische Hymne. Martin Hardenacke neben ihm in Reihe 3. Niko Cevicki und der meisterschaftsführende Alex Huben. BMW müssen wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Die fahren eh immer länger, das wissen wir. Ob es diesmal aufgeht, ist ja in der letzten Rennen nicht mehr so gut aufgegangen, die Strategie. Eberhofer und Matze Schweizer, der Formel 1 Weltmeister in Grand Prix 2, der fliegt ja auch am Mittwoch nach Bathurst. Dann in Diensten der Scuderia. Tanja Chirac vor Patrice Chirac. Ja, die haben alle eine Zeit geschafft. Dann kommen die Zeitlosen, aber trotzdem fürs Rennen zugelassen. Imamovic vor Kenny, der hat in Österreich gewonnen. Der muss aber hier was zeigen, sonst wird es im Kampf um Platz 3 schwierig. Birgit Keuser schlägt Mario Reichel, der mit Julien zusammen für Chip Ganassi in der IndyCar seinen Start geht. Da ist in 3 Wochen der Saisonstart. Niklas Luger und Michael Fiebiger. Ich glaube, für den Fiebiger ist das noch relativ gering, die Enttäuschung. Luger enttäuscht jetzt. Denn der war mal noch dran an der Meisterschaft. Jetzt muss er dann aber was zeigen. Fuchsi in seinem wahrscheinlich letzten Citroën-Rennen. Er steht kurz vor dem Wechsel vorzeitig doch schon zu AllEagle.com, das Meles-Cockpit übernehme. Vor Valvoric, das könnte sein Teamkollege dann werden. Dann Joker im Lader. Wir wissen, Joker kann konstant fahren, Novien. Der schont die Reifen. Ja, und Michael Beißler findet sich mal nicht ungewohnt da hinten, gell? Auch das ist der Beißler gewohnt, dass man gerne mal von hinten startet. Also irgendwie ist die Rennserie noch nicht so seins. Auch in der SWC hat er noch nichts gerissen. Seins ist wohl eher die STM, oder Novien? Wenn man mal behaupte. Ja, definitiv. Aber jetzt gehen wir auf die Führenden. Ja, wir mussten das ein bisschen schnell machen, weil die Strecke ja auch relativ kurz ist und die jetzt auch schon im letzten Knick sind. Novien. Gleich geht der Start los. Jetzt natürlich wird das mit der Hinweis mit der Aufwärmrunde etwas verdeckt von dem Logo. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Kann es ja jetzt überall dahin schieben, das Logo. Ja, wie gesagt, die linke Seite ist etwas die griffige Seite. 34 Runden werden wir hier erleben, weil die Oder wie Strecke ist eben so kurz deine ist. Einschätzung, Michael? Ist die linke Seite ein Vorteil gegenüber die rechte? Das ist die Seite, wo Julien Lamy stehen müsste. Ja. Ja, das würde dann natürlich auch dem Novien und dem Boris in die Karte spielen.
Ja, die linke Seite hat etwas mehr Grip. Oh, jetzt ist Julien ein bisschen zu weit gefahren. Oh, Aber aber. Julien wartet. Ja, die werden jetzt zurückgeschoben. Ja, die Zeit haben wir. Die linke Seite hat natürlich Vorteile. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wenn Die die Ampel. Ampeln. Wir hören sie. Race of Croatia is started now. Und Julien Lamy. Und da kommt bereits schon Noviyan Amani. Und auch Johannes Mehles. Achtung, Mehles zieht da rein bei Amani. Und Chevitancha Drakama ist vorbei an Mehles und auch Slivic ist an Mehles vorbei. Das war übermütig von Johannes, zog da in den Amani rein. Lamy, Drakama auf 2 und Achtung, Slivic! Boris Slivic, der geht auf die 3! Stark, ganz Und die stark. Kroaten jubeln, das kann man sich nicht vorstellen, liebe Zuschauer. Boris Slivic. Amani ist da auch getroffen worden. Schlechter Start von Mehles, der wird durchgereicht. Alex Huben jetzt auf der 5. Was ist denn mit dem Johannes Mehles? Nur mehr Zehnter. Der scheint sich da auch was abgefahren zu haben. Voll im Pulk drin. Und wie ist es mit Schwe Armani? Ist alles in Ordnung? Amani ist auf 4, ja. Schweizer 12. Czewiki, schlechter Start. Czewiki nur auf der 12 hat der Schweizer kassiert. Beißler, guter Start. 18er schon. Michael Beißler. Mario Amani, wir Reichelt mit schlechter Start, Valvoric schlecht und. Funk Amani fragt, ob was beschädigt sei. Kannst du was erkennen? Also, ich kann nichts erkennen. Das Auto, er kann auch mithalten, ist schon dran an Slivic. Novian, no damage, no damage. Focus Anders on wird, this anders. race, focus on this race, Novian. Anders wird, anders wird. Also, Zu Novian Recht, ist jetzt. aber zu Recht die Frage, zu Recht die Frage, Klar, ne? Johannes ist da ein bisschen rüde reingezogen, ist weit zurückgefallen. Jetzt sind wir mal on board hier. Achtung, Armani vor ihm, Slivic. Das Ja, Duell und der jetzt. Generation, darf man sagen. Chatrakama hat übrigens jetzt Lamy eingefangen. Also, der Chevitan ist auch schon länger fällig jetzt für einen Rennsieg. Wäre das heute auch so ein Tag? Achtung, wir haben Du ein willst Vierkampf. Chevitan. Achtung, Vierkampf um die Spitze. Und die ziehen weg. Alex Huben, Superstart, ist Oh, vorbei an Achtung, Hardel. Achtung, Achtung, Chevitancha Drakama geht in Führung. Und Armani schnappt sich jetzt Slivic. Chevitan führt. Lamy, dann Armani und Slivic. Hardenacke jetzt Fünfter. Der ist jetzt auch dran. Achtung, und das ist ein Kampf. Armani wird jetzt da durchgereicht. Das sind Hardenacke und Alex Huben dran. Ja, Alex Huben jetzt vorbei an Hardenacke. Armani jetzt auf dem Podest. Was kannst du über Armanis bisherige Saison trotz alledem sagen und seine Reifenqualitäten? Könnte das entscheidend sein hier in Kroatien heute? Ja, er fährt ja auch so wie Jenson Button, so ein bisschen reifenschonend. Fällt jetzt zwar nicht immer groß auf im TV-Bild, aber hat durchaus Qualitäten, wie man hier sieht, wie gut er jetzt den Lamida einkassiert hat. Zweiter Novian Armani. Ja, wenn er die Reife weiter so pfleglich behandelt, ich sag ja, ich hab's doch schon gesagt in der Vorberichterstattung, wir können hier sogar einen Citroën-Sieg erwarten. Das ist nicht unmöglich. Und wer weiß, ob's nicht der Novian Amani macht heute. Denn der ist jetzt dran, den Chevitan zu jagen. Also Novian Der hat Arbeitskollege. durchaus die Chance, heute dieses Rennen zu gewinnen. Aber ich würde auch den Boris noch nicht abschreiben, denn der ist jetzt auch wieder dran. Also das wird hier noch richtig spannend. Wir werden ja auch, wie ich es gesagt habe, mehrere Positionskämpfe sehen. So ähnlich wie wir das ja auch in Spielberg erlebt Slivic auf haben. der 3? Slivic auf der 3? Ja, Lamy nur mehr Vierter. Da ist Alex Huben. Achtung, Alex Huben. Stößt mal an beim Zengo-Wagen von Julien Lamy. Aber Alex macht ein Armani hält gut mit. starkes Das Rennen. muss man ihm lassen, oder? Wie bitte? Armani hält gut mit. Ja, Slivic jetzt dran. Und ich sage, Alex Huben, BMW macht hier heute mal vom Start weg ein gutes Rennen. Das ist nicht immer so. Die kamen erst meistens zur Rennmitte, wenn es dann um die Boxenstrategie geht. Aber die sind heute mal für einen Start weg hier dabei. Achtung, wir sind jetzt hier onboard mit Alex Huben. Da hinten Birgit Keuser hat sich schon Eberhofer geschnappt. Stark.
Stark von der Achtung. einzigen, einer der zwei Damen im Feld. Achtung, Achtung, Slivic an Armani vorbei auf der 2. Und sofort hören wir unsere kroatischen Kollegen. Armani, ja, Positionsfalls wird jetzt von Lamy kassiert. Das wird jetzt das ganze Rennen, denke ich, so weitergehen. Da ist der Alex Huben dran und da kommt Birgit Keuser. Chatrakama hat sich schon 5 Sekunden absetzen können jetzt von dem Feld. Nein, jetzt ist es Slivic dran. Boris Slivic hat hier auch die Chance, das Rennen zu gewinnen. Wir dürfen das nicht vernachlässigen. Aber Armani darf man auch nicht vergessen, Weißler. Weil Armani ist immer gut, dass er zurückkommt. Wir sind jetzt hier onboard im Cockpit mit Boris Slivic, der vor sich Chevitan Chatragama hat. Und der Chevitan ist uns ja schon in den letzten beiden Rennen sehr gut aufgefallen. Eigentlich schon seit Aragon mit aufsteigender Form. Ja, der Chevitan kontrolliert es da vorne. Slivic hat Mühe daran zu fahren. Auch für Lada ein wichtiges. Ja, Armani kommt zurück. Achtung, da ist ein richtiger Fight entstanden. Da ist Birgit Keuser jetzt dran. Achtung, wir bleiben mal da hinten. Armani gegen Julien Lamy. Es geht um die dritte Position und da ist Birgit Keuser. Armani gibt nicht nach. Czewiki jetzt da dran, Hardenacke da dran. Und jetzt ist Lamy durch und Keuser durch. Ja, Armani vielleicht auch reifenschonend, lässt da auch ein paar bisschen ziehen. Sein Vorteil könnte das Rennende noch werden. Jetzt auch Niklas Luger auf der 5. Wo kommt denn der her? Gestartet von der 17, Novien. Niklas Ja. Luger, der ist schon in Top 5. Stark. Stark, Niklas. Niklas Luger Sieg Alex. Severding, von Platz 17 gekommen, der ist jetzt Fünfter. Ja, also, Da haben wir gar nichts. den haben wir noch nicht im Bild gehabt. Das erste Mal jetzt. Keuser auf der 4. Achtung, wir gehen mal auf die Spitze. Chatrakama kontrolliert. Slivic kommt nicht näher, aber da hinten kommt das Paket. Angeführt von Lamy, Keuser, Luger, Huben. Auch Meles wieder dabei. Armani wird jetzt doch ein bisschen durchgereicht, was die Theorie bestätigt, dass er jetzt auf Reifenschonen fährt. Dürfen wir auch nicht vernachlässigen, der kann am Rennende nochmal zuschlagen, der Novin. Und der Jake wird einfach länger fahren wollen als der Alex, oder? Bin ich sicher. Der muss gewinnen. Ja, 25 Punkte definitiv. Rückstand. Ja, also ich muss aber auch Tanja loben. Czewiki, Tanja ja. Schnack. Die wird jetzt hier gleich angriffig. Greift Imamovic und greift auch Czewiki an, der hier unter tschechischer Lizenz fährt seit diesem Wochenende. Aber der Czewiki gibt nicht nach. Fuchsi ist da hinten dran, hat Imamo und Beißler auch dabei. Also die Citroëns vereint. Michael Beißler, 16. Und ihn müssen wir mal kurz hervorheben. Der macht hier auch das Beste draus, der Michael Beißler. Und hat bisher noch keinen Rüder abgeschossen. Er macht genau das, was er in diesem Jahr sich vorgenommen hat. Weniger Leute abschieße und das tut er bis jetzt auch umsetzen, der Beißler. Hat er jetzt in jeder Rennserie umgesetzt bisher. Armani gegen Meles, das könnte ein, ist das Duell der Generation, Michael. Ja, wir sind hier noch beim Du musst Beißler, der jetzt wieder. jetzt den dreifachen FDP-Clan-Liga Formel-1-Weltmeister überholt, der Schweizer Tourenwagenmeister. Also hier sind zwei Meister unter sich mit Beißler und Imamovic. Beißler STM-Champion und Weltmeister in Saison 1 in Ja, Grand Prix und wie als 2. Weltmeister. Und Genau, Imamovic Armani dreifacher Weltmeister in FDP-Clan-Liga Formel Formel-1-Weltmeister. 3. Genau, und Armani Weltmeister in seiner Abendliga in Saison 3. Also, geballtes Czewiki Weltmeisterpaket. USA-Erfahrung, wo ist denn Armani? Der ist jetzt schon wieder Siebter. Ja, da hinten, Achtung, Eberhofer schnappt Huben. Das ist psychologisch wichtig für Jake Eberhofer Wichtig. im Kampf um die Meisterschaft. Denn es ist ja, wie gesagt, ein kompletter Siegrückstand. 25 Punkte. Wird jetzt natürlich nicht viel aufholen auf Alex, wenn es hier so bliebe, aber ich würde mal gerne nach vorne gehen. Achtung, Meles hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Slivic, Johannes! Chatrakama, Slivic, die haben sich jetzt ausgeruht. Da hinten stürmt ein Julien Lamy aus Saint-Vit jetzt heran. Chatrakama und Slivic können nicht entscheidend wegziehen. Boris kommt auch nicht entscheidend näher.
Also der Civitan kontrolliert für meine Begriffe jetzt das Rennen da vorne. 5 von Ja, die Frage 34. jetzt, genau, die Frage wird sein, wann sehen wir die ersten Boxenstops? Und wir wissen, BMW ist ja, wie gesagt, sehr effizient in Sachen Sprit. Das muss man auch denen vorlieb nehmen. Und wie gesagt, Armani ist auch immer für eine Überraschung gut. Und ich muss Niklas wirklich heute mal echt vom grünen Klee loben. Unabhängig davon, wo er am Ende landet. Starkes erst. Meles, Achtung, jetzt auf 4, Luca und Meles streiten sich dahin, sehe ich an der Zeitennahme. Man sieht ja schon in an Cockpit-Ansicht von Lamy, ganz schön viele Bodenwellen, also Julien und auch die anderen werden hier richtig durchgeschüttelt. Ja, Gehen das wir mal meinte da ich ja, die hinten. Bodenwelle. Gehen wir mal nach hinten. Achtung, ist ein Vierkampf, Novien. Luca, Meles, Keuser, Armani. Also Armani jetzt wieder da, hat jetzt mal zwei Runden Reifen geschont und jetzt greift er wieder an. Das ist das Fahrmuster von Novien Armani, liebe Zuschauer. Kann auch in der STM natürlich entscheidend werden dann später im Verlauf, im Kampf gegen der Beißler, gell, Novien, da muss ja gegen der Beißler fighten um den Titel. Da sind ja andere Voraussetzungen. Niklas Luger auf der 4, der kam von der 17, Novien, du hast ihn gerade gelobt. Das ist eine Riesenleistung. Und der kann wegziehen. Stell dir mal vor, Beißer Niklas würde das Rennen gewinnen. Stell dir das mal vor. Ich weiß, es ist verfrüht, aber stell dir das mal vor. Rubens Barrichello gewann auch schon mal von 18 ein Formel-1-Rennen. Von 2000, ja. Hockenheim 2000. Das ist nicht unmöglich. Nee, absolut nicht. Das ist nicht verfrüht, aber schau mal, der kann schneller wie Julien. Ich gehe mal onboard mit Niklas. Wenn wir hier mal eine schöne Das Ansicht. Duell Von der. Sandwied gegen Everding und ja, Niklas mit der Startnummer 6 am Start. Sehr bekannt für fachmännische Analysen. Wir haben hier mal die Hochcam auf dem Dach, die Dachcam hier von Luger. Der holt immer mehr auf Und wo ist die Lamy Feuerleine? Abbruch, Armani. Natürlich. Armani kämpft jetzt mit Das Keuser. Ganze Ding Achtung, mit Sinn. Achtung, Armani gegen Keuser. Das Duell der Klassenkameraden, ehemaligen Achtung, Klassenkameraden. oh, das ist hier eine gehubbelige Stelle. Armani setzt sich durch. Da hinten Eberhofer, Huben und Czewicki, wenn ich das richtig sehe, die da fighten. Achtung, Keuser schiebt da ein bisschen. Mal kurz ins Hinterfeld huben. Kenny! Da ist ja der Kenny schon mittlerweile da. Also, Und wir der haben Kenny den mischt jetzt auch total mit. vernachlässigt. Bleiben aber mal hier dran, denn das Duell ist jetzt zugunsten von Novien Armani. Der muss hier ein bisschen übers Gras. Ich möchte aber gerne mal nach hinten schalten, weil da ist jetzt schon ein Paket, hier ein Fünf-Paket dabei. Eberhofer, Huben, Kenny, Hardenacke, Czewicki und Fuchsi, der gerade einen Abbruch gefordert hatte. Der kann aber jetzt hier die ganzen Kollegen gleich kassieren. Ich glaube, auch hier gehen wir mal onboard mit dem Fuchsi mit. Ja, man merkt richtig bei Niklas und generell auch die Bodenwellen. Hier sind wir mal onboard drin mit dem Fuchsi. Der sitzt ja ein bisschen tiefer. Das Citroën sitzt mal ein bisschen tiefer als in den anderen Fahrzeugen. Der ist dran. Vor ihm Hardenacke und Czewicki. Die fallen jetzt so ein bisschen ab. Guter Startplatz für Hardenacke und Czewicki sind ja ein bisschen rausgefallen aus der ganzen. Beißler auch schon dran an dem Feld. 15. Da dürfen auch mal den Michael Beißler erwähnen. Fiebiger, den haben wir auch noch im Bild gehabt. Der ist auch immer gut. Achtung, Fuchsi gegen Hardenacke. Aber wie sauber und astrein das jetzt war. Fuchsi Und auf dem Weg Armani in die und Keuser Punkte. lassen sich auch gegenseitig auf Platz. Das ist wichtig, weil die beiden sind auch ehemalige Klassenkameraden gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Johannes Das fährt ist. jetzt einsam und allein auf der 5. Da vorne passiert jetzt nichts mehr. Chatrakama hat jetzt, weiß ich, wie der den Vorsprung verwaltet, Novien. Chevitan, müssen wir kurz mal sagen. Der verwaltet wie ein Profi. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Rennen, wo er mal richtig führt von Anfang an. Der verwaltet es ja schon wie ein Profi, wird von McLaren gefördert, von Ron Dennis. Und jetzt zeigt er hier, warum er von Ron Dennis Apropos Ron gefördert wird. Dennis, der ist heute auch hier. Der ist heute auch hier. Der schaut sich seine Schützlinge Chatrakama und Chirac an. Wie gesagt, der hat die beide in die McLaren-Akademie aufgenommen. War ja auch ursprünglich für die Formel Chevrolet gedacht. Das hat nicht geklappt. Aber die werden beide in der GP2 fahren. Tanja Chirac und Chatrakama.
So, Slivic gegen Lamy. Lamy hat aufgeschlossen. Das habe ich gesehen, dass Lamy schneller war als Slivic. Aber der Kroate wird sicher alles tun, um hier einen Podestplatz mindestens mitzunehmen beim Heimspiel. Aber Niklas ist gut unterwegs. Das muss man ihm heute aber lassen. Aber Johannes auch. Also ob das der richtige Schritt war, die ITCC zu verlassen, das Rennen wird es eher mal bezweifeln heute. Gehen wir mal onboard mit Johannes Mehlis. Such mal eine richtige Kamera. Die da. Mach die Heckkamera, dann kann man ihn auch gut erkennen. Ja, aber da müsste ich sie von Luga machen. Ja, genau. Warum er jetzt die Heckkamera wieder weggemacht hat, hier. Danke an die kroatischen Kollegen, die das uns jetzt zeigen. Luga im Kampf, Platz 4, Niklas Luga gegen Platz 5, Johannes Mehlis, Österreich gegen Deutschland, heißt das Duell. Johannes Mehlis aus der Nähe von Mönchengladbach, Niklas Luga aus Everding. Ja, aber der Scheffi ist dran. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der Scheffi schlecht wäre. Ob das die richtige Entscheidung war, vom Johannes auszusteigen? Der Fuchsi wird sich freuen. Der würde das Cockpit liebend gern übernehmen in dem Team. Macht er ja auch kein Hehl draus. Hat er ja auch schon im Renault-Komplex gesagt, dass er das Team gut Johannes findet. Johannes hat ein bisschen Probleme mit den Hinterreifen, hat er gesagt. Armani fährt jetzt einsam, hat jetzt Käuser doch abgehängt, weil da ist der Kenny jetzt dran. Merkst du an die Probleme von Johannes an den Hinterreifen? Also er spürt da irgendwas an den Hinterreifen. Ja, er muss jetzt auch abreißen lassen von Luga, sieht man jetzt schon. Also vorne tut sich nichts beim ersten drei, ja. Julien Lamy bekommt jetzt langsam Probleme von Luga. Mehlis kann aber noch mithalten. Also ich frage mich, wann wir die Boxenstopp sehen werden, weil da müssen wir die BMWs noch so leise auf der Rechnung haben. Armani kann jetzt auch wieder so langsam aufholen. Ja, was denkst du über die Zukunft von Niklas Luga in der ITCC bei Honda? Hat er sich damit empfohlen für eine Vertragsverlängerung? Ich denke auf jeden Fall. So, Mehlis geht an die Box. Das war zu erwarten, das muss man leider sagen. Luga auch, Lamy nicht. Also Niklas ein Kampf Luga. Um Platz 4. Niklas Luga, wir sehen nochmal in der Heckansicht hier dieses Fights. Niklas Luga hat sich langfristig für Honda empfohlen, weil ich glaube einfach, dass die Paarung Niklas Luga und Honda einfach, es gibt keine bessere. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Österreich und Honda ist so eine spezielle Paarung, weil Worik hat es uns ja in Grand Prix 2 vorgemacht, dass das ein und auch in der STM. Das ist einfach, Österreich und Honda scheint einfach perfekt zu passen, Robin. Ich kann dir nicht mal erklären, warum das so ist, aber wir haben ja auch in der SWC gesehen, zwei von drei asiatischen Rennen wurden von einem Österreicher gewonnen. Also Österreich und Asien auch, das scheint immer eine gute Verbindung zu sein. So. Wir gehen mal vorne gucken. Slivic führt! Boris Slivic führt, muss jetzt in die Box. Die Kroaten jubeln. Boris Slivic führt! Man sollte aber nicht zu früh freuen. Ja, das wäre jetzt aber in die Box muss auch Chatrakama, der hatte jetzt wohl dann doch einen Fehler gehabt, denn der war doch eigentlich komfortabel vorne. Lamy wird eine Runde länger fahren, spricht auch für den Belgier. Wir werden jetzt gleich sehen, die Boxeneinfahrt sehr tricky, da stehen immer noch die Reifenstapel. Ich frage mich, warum die da stehen. Wie siehst du die Chancen bei Armani? Muss er rein? Wir müssen erstmal gucken, ob hier alle durchkommen an den Reifenstapel. Armani muss rein in der nächsten Runde, denn der hat zu wenig Sprit. Achtung, Funkspruch. Box, 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 Novi, Box, Box. You have no more fuel. Have no more fuel. Understood, mate. Understood, mate. Copy. Kurzes. Also, kurz und knapp. Novi. Armani ist aber auch... Du kannst über Armani ein bisschen was erzählen, was er für ein Typ ist. Ob er ein ruhiger Typ ist, Novien ist mal so, also eigentlich eher so ein der Novien ist quasi verkörperter für mich so ein bisschen eine Mischung aus Jenson Button und David Coulthard. Also ruhig kann aber auch einmal aus sich herauskommen, ja. Dafür müsste man ihn aber nur lang genug ärgern. Ist aber sehr humorvoll, also für jeden Spaß zu haben, der...
Der Kracher im Fahrerlager ist nach wie vor der Obstwasser-Gag. Also auch das ist nach wie vor ein Kracher im Fahrerlager. Den kriegt er immer mal wieder zu hören. Und er ist ja nach London Könnte Amalia einen geflogen. Vorteil haben gegenüber denjenigen, die in der Box waren? Das Das könnte spannend sein. zeigt der Boxenstopp. Lamy geht auch rein. Alex Huben hat jetzt schon mal einen Vorteil, weil er wird jetzt das Rennen anführen. Wir wissen, dass BMW länger fahren kann. Kenny muss rein. Eberhofer nicht. Chemiki, da müssen alle rein, außer die BMW. Beißler! Achtung, was macht denn der Beißler? Der bleibt stehen! Aus! Das Aus! ist. Achtung, Funkspruch! Sorry, Michael, guys. Sorry, guys. you No more fuel. No more fuel. Engine is out. Sorry. Understood, Michael. Oh. Understood. Oh, Sorry, guys. man. Sorry. I'm so sorry. It's okay, Michael. Understood. Come back to the pits. Beißler raus! Und Armani wird jetzt informiert. Kannst ihm ja auch Alright, yellow flag, sagen, back it down. Oh, Achtung, ausgeschieden ist. gelbe Flagge auf der ganzen Strecke. Das sieht mir nach einem Safety Car aus. Novian, Novian. Michael is out. Michael is out. I have no Safety more Car. fuel. Safety Car has deployed the orange Nein, im Moment ist light. es ne, nein, im Moment ist es eine Full Course Yellow. Full Course Nein, ich meine, Yellow. mit dem orangen Lämpchen meine ich wie bei Premiere damals. Erwägung eines Safety Cars. Ja, genau, Eine da kennt Erwägung. sich aus. Das ist Erwägung des Safety Cars wird überlegt und das Auto von Race Weißer steht Control. schlecht. This is Race Control, Full Course Yellow. Full Course Yellow to all, Full Course FY. Yellow. Das könnte einmal die Chance sein. Ja, aber auch für Boris Lipic und Chatragama. Es führen zwei BMWs. Das müsste eigentlich jetzt BMW nützen. Denn das ist jetzt schlecht für BMW, was jetzt hier passiert. Beißlers Auto steht ungünstig. Full Course Yellow. Wir haben es gerade von der Rennleitung eingespielt bekommen. Also das muss. Das könnte aber auch Niklas Luger helfen. Meles Beißler wird abgeschleppt. Kein Benzin mehr. Novien, wie kann das passieren? Da hat auch Czewiki raus, Fiebiger raus, Valvoric raus, Joker und Beißler, da sind doch einige jetzt draußen. Czewiki, Fiebiger, Valvoric, Joker und Beißler, alle raus wegen Benzin, wegen zu wenig Sprit. Das ist ärgerlich, da haben sich einige verkalkuliert. Bei Czewiki hat man sich am Qualifying schon verkalkuliert im ersten Versuch. Jetzt haben sie es wieder versucht und haben wieder nicht rausgelernt. Und Armani hat aber, Luger ist aber der größte Profiteur von der Position her, 17 kommend. Ja, Fünfter. Und der war auch schon einmal in der Box. 13 von Armani 34 war in der Runden. Box schon. Oh, Achtung, Achtung. Achtung, Funkspruch, Team Radio. Safety Car is out. Race Control, Safety Car is out. Und wir sehen das Safety Car, Novien. Safety Car in Safety Car Kroatien. deployed. Safety Car deployed. Zum Novi, ersten Safety Car Mal. deployed. Zum Tanja, Safety Car deployed. Safety Car deployed. ersten Mal haben wir in der ITCC das pinkfarbene Alfa Romeo Safety Car im Einsatz. Das war hier noch nicht. Eine Safety Car hatten wir in der. Das wird heute gesteuert. Das wird gesteuert von unserem guten Kollegen Sebastian Ohm wird das fahren. Der ist heute der Safety Car Fahrer. Wir haben das Wie auch ein in der SWC gesehen, Novin. Da kam es auch raus in Daytona. Und das heißt für Armani Riesenvorteile. Ja, für BMW ist das Riesenvorteile, jetzt weil eine er war kurz vor Arschkarte, der wenn sie. Safety Car Phase drin. Ja, BMW hat Und für jetzt ein BMW bisschen ist es die schlecht. A-Karte gezogen im Kampf. Boris ist da dran, Chevitan. Müssen jetzt mal abwarten. Luger. Achtung, ich habe wieder einen Funkspruch von Boris. Boris, Boris, P3. Safety car is deployed. Concentrate on your performance. You have chance of win this race. Understood, mate. Understood. Why do you have a safety? Michael's out, Boris. Michael is out. You have a big chance for a great result on your career in Croatian Weka. Das sagt alles. Ja, im Und Moment dieser ist noch Funkspruch auch an keine. Armani. Michael, du hast auch einen Funkspruch von Ja. Armani eingefangen.
Novian, Novian, you are a good position, good position. Safety car in this moment deployed. Safety car come in, yep. Safety car come in. Oh no, both BMW on the pits. Warum kommen jetzt alle? Nein, das Safety, die werden alle durch die Boxengasse geführt. Was ist hier das los? Eins. Das gesamte Feld muss in die Boxengasse. Also die Strecke ist zu. Alle müssen jetzt nochmal einen Boxenstopp einlegen und Tanja Chirac führt jetzt das Rennen an. Was ist hier los? Verwirrung am Kommandostand. Tanja Chirac führt das Rennen an. Was ist denn hier los? Achtung, was ist denn hier los? Oh, da gibt's wohl ein paar Problems. Da wird jetzt wild gerufen. Funkspruch hier von Luger. Why? Armani wird auch gefragt. Why? Nomian, what is in the moment? What is? I must in the pit lane. I don't know. I have no problems with the fuel. Also hier offensichtlich ereignen sich Szenen. Slivage, ja. Tanja Chirac ist jetzt vorne, Eberhofer auf 2. Das hat jetzt den Alex Huben ein bisschen nach hinten gespült. Aber sonst die Reihenfolge nahezu noch, wie sie, es hat sogar Armani nach vorne gespült. Also was jetzt da los war, müssen wir klären. Das Feld wurde einmal in die Box geführt zu einem Zwangsboxenstopp, hören wir. Ein Zwangsstopp, da wurden alle aufgefordert nachzutanken. Also ganz das komische könnte. Situation. Hatten wir noch nie. Da Nein. wurden die Teams aufgefordert, die Autos nachzutanken. Und BMW hatte sicher noch Sprit, gehe ich von aus. So schnell wie bei einigen der Stopp lief. Tanja Chirac hat es jetzt auf die 1 gespült, Novin. Das ist natürlich... Vor oh, Achtung, das. Meldung. Safety Car is in. Safety Car is in. Race, Green Flag, Green Flag. This is Race Control, Green Flag. Ja, das sieht man auch. Achtung, die müssen wieder alle in die Box. Nein, Tanja Chirac muss noch mal in die Box. Was ist denn hier passiert? So, die green. Grüne Flagge jetzt. Tanja Chirac, boah, die hat nicht nachgetankt, liebe Zuschauer. Da gab's Probleme an der Tankanlage bei Tanja Chirac. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, das ist jetzt natürlich wirklich bitter, weil die hatte nämlich eine gute... Kenny muss noch mal rein. Imamovic. Also hier läuft einiges schief jetzt am Boxenstand. Totale Verwirrung. 5 Ausfälle. Jake Eberhofer führt... Jake Eberhofer führt vor Boris Slivic. Novian, Eberhofer first, Slivic second, Luger third. You are P4, P4. Concentrate on your performance. Tanja Chirac must in pits. Tanja Chirac must in pits. I have no fuel. Oh. Eberhofer ist jetzt natürlich der stille Profiteur, wenn der hier gewinnt. Huben ist nur Fünfter. Dann wäre er natürlich massiv wieder im Meisterschaftsrennen. Wir müssen das auch mal bedenken. Also was hier jetzt gerade passiert ist, können wir leider nicht aufklären, liebe Zuschauer. Das war jetzt doch zu kurios hier. Einmal Zwangsboxenstopp. Und das hat jetzt auch den Niklas Luger, glaube ich, meiner Meinung nach, nach vorne gespült. Vielleicht haben wir hier die Heckkamera. Hier ist Niklas Luger. Alex Huben. Birgit Käuser, wo ist denn Novian Armani? Der fällt etwas zurück. Fuxi und Chatragama und Lamy sind auch die Verlierer jetzt des Restarts. Genauso wie Meles. Da ist sogar der Schweizer jetzt dran. Wir wissen aber, dass Armani auch trotzdem vielleicht macht eine andere Strategie. Ja, der hält jetzt hier Fuxi auf, der sich jetzt zwischen Chatragama und Lamy geschobert. Slivic führt! Boris Slivic! Und die
Die Kroaten jubeln, Eberhofer hat Probleme, Luka wird ihn jetzt auch gleich angriffen. Boris Livic! Und sofort wieder Funk, heute heftige Funkverkehr, wir bitten das zu entschuldigen. Die Funksprüche, wie natürlich bei der ARD, wie bei der ARD, der DTM, live eingespielt. You are P1. Excellent drive, Bowers. I hope you can win this race. Ja, Eberhofer kriegt Probleme. Da knickt jetzt irgendwas ein. Ich glaube, dass die Reifen nicht so gut sind. Wir haben ja aber noch ein bisschen. Wir haben ja 16 Runden von 34. Aber das ist eine schnelle Strecke. Achtung, Luca! Und Birgit Keuser, die müssen wir auch mal erwähnen. Die könnte ja auch eine Sensation schaffen. Die ist nämlich jetzt an Luca dran, weil das Manöver missglückte gegen Eberhofer gerade. Muss zurückziehen und das ist die Chance für Birgit Keuser. Und die geht mal auf Platz 3. Stark von der Dame aus Siegen. Das muss man ihr wirklich lassen. Boris Livic hat sich jetzt schon fast 4 Sekunden abgesetzt vom Feld. Also ich will ja nichts sagen, aber das könnte ja ein großer Tag werden für ganz Kroatien. Boris Livic führt im Lada. Es wird dann die kroatische und die russische Hymne. Wieder zwei neue. Und wir haben da viele kroatische Flaggen, Fahnen mehr wie in Bad Mitterndorf bei den ÖSV-Adlern, wenn die springen. Wenn die noch gut waren, das muss man auch dazu sagen. Ja, nicht das klasse, ist richtig. Man muss aber trotzdem das Kompliment machen, fährt trotzdem auf einen beachtlichen 4. Platz. Wir müssen auch ein Kompliment machen an Birgit Keuser, die nämlich jetzt dran ist, Jake Eberhofer zu attackieren. Also Jake Eberhofer hat Probleme, wahrscheinlich der zweite Reifensatz nicht gut. Wir haben das öfters mal gehabt in dieser Saison und auch thematisiert. Stocker Wexchange beispielsweise. Da musste er, ja genau, der Zieleinlauf mit 0,0125, wo er dann nochmal in die Box musste, wo er fast gegen Valvorik verloren hätte. Hier sieht es auch wieder so aus, aber im Kampf gegen Huben, der ist ja nur mehr Sechster. Armani hat ihn mittlerweile, der ist jetzt wieder dran. Novien ist ein Reifenschonender. Achtung, Birgit Keuser! Das ist ja eine Klatsche für BMW! 1-2 für Lada! Aber Eberhofer, Achtung, Jake Eberhofer zieht da rein. Der hat jetzt die Schnauze voll. Hast du gesehen, Novin, wie der da reingezogen ist, der Eberhofer? Der ist jetzt stinkesauer. Aber das hilft alles Boris Livic. Das hilft Boris Livic. Und auch Armani. Der auch ist jetzt Armani. Und Luger. Ja. Achtung, jetzt ist Birgit Keuser vorbei. 1-2 Lader. Und da hinten... Birgit Funt. What are you doing, Jake? Was tut er denn da? Armani ist dran an Luga, Huben dran an Shatragama, Lamy fällt jetzt ein bisschen raus. Novien Armani, wir bleiben mal hier dran. Ist jetzt dran an sein Niklas Luga. Gegen seinen besten Freund, das darf man auch sagen. Da vorne, Slivic verliert jetzt auch, Keuser... Ich würde sie mal auf den Zettel notieren. Nachher gewinnt Birgit Keuser. Dann wäre das die erste Frau, die hier gewinnt. Die generell in einer Rennserie vom Beißler gewinnt, wäre das die erste Frau. Es hat hier noch nie eine Frau gewonnen. Achtung, Eberhofer, jetzt müssen wir wieder vorschalten. Also jetzt geht's zur Sache. Jake Eberhofer, aber diesmal normal vorbeigefahren. Und Luga, jetzt ein 4-5. Ne, das ist sogar ein 8-Kampf. Da ist jetzt auch noch Alex Huben wieder dran. Also der Sieger wird hier wieder entschieden. Keuser gibt nicht nach. Das ist das stärkste Rennen von Birgit Keuser heute. Definitiv ein klares Ja. Also definitiv. Und Luga schnappt sich jetzt den Eberhofer ebenfalls. Und auch Armani. Erzähl du ruhig zuerst. Armani auch dann an Eberhofer. Und Keuser ist dran an Boris Livic. Hier, Heckkamera des Kroaten. Achtung, die wird angreifen! Die wird angreifen, liebe Zuschauer! Die greift tatsächlich an! Aber nein, das reicht noch nicht. Die greift tatsächlich an! Wir werden hier heute wohl Geschichte erleben, wieder mal. Entweder den ersten Kroaten oder die erste Frau, die hier gewinnt. Oder Novien Armani.
Das müssen wir auch noch berechnen. Achtung, wir bleiben mal hier an der Spitze. Eberhofer hält sich jetzt. Ist gerade dabei, Protest einzulegen. Achtung, Keuser führt! Birgit Keuser führt! Und in Siegen, ich sehe gerade, dass im Fenster der Fanclub von der Birgit rastet gerade richtig aus. Da kriegen wir gerade richtig mit. Wir sind nah an der Tribüne dran. Oder Michael? Ja, auf jeden Fall. Und Boris ist aber auch dran. Armani jetzt hat Eberhofer dran, hat Luger geschnappt. Der ist jetzt auch hinter Huben zurückgefallen. Luger ist ganz weit zurückgefallen. Der ist nur mehr Zehnter. Also da gab es jetzt doch einige. Was ist mit dem passiert? Einige Positionsverschiebungen. Keuser kann sich absetzen. Gehen wir mal hier dran. Armani. Achtung, Novien Armani gegen Huben. Da ist Schadrakama und Lamy wieder da. Novien Armani jetzt auf der 4. Ich glaube, das beste Rennen nach Spa-Francorchamps. Kann das sein, Michael? Auf jeden Fall. In Spa war er ja auch gut dabei. Michael Beißler hat den Kopfhörer mittlerweile auf. Und funkt. Und Achtung, er funkt. Michael Beißler. Go, Novi! Go, go, go! Er ist vorbei. Er ist vorbei. Novien Armani auf der 3. In Spa war er, glaube ich. Und ja, aber da ist Eberhofer wieder. Achtung, Slivic und Keuser. Lada ist die Überraschung des Rennens. Die machen hier Massivpunkte, wenn die so ins Ziel kommen. Eberhofer ist hier so ein bisschen der Bremsklotz. Der kann sich nicht absetzen, kann nicht wegziehen. Dann phaseweise läuft's wieder. Aber gegen Alex Huben macht der Jake heute hier einen Riesenschritt. Das muss man auch mal erwähnen. Definitiv. Aber Armani fährt eine starke Performance. Ja, schön ja, Lamy jetzt dran, Huben, Schadrakama. Schweizer 10. Wird jetzt aber bedrängt von Niklas Luger. Matze Schweizer, unauffällig, ist aber auf dem Punkteplatz, verwaltet den gegen den stärkeren Niklas Luger. Also stärker halt vom Auto her. Mein fahrerisch ist der Matze ja so schlecht nicht, Der ist ja nicht umsonst Weltmeister geworden. Meles gegen Fuchsi, der ist mittlerweile auch an der Punkte dran. 14 Runden noch, liebe Zuschauer. Es führt Birgit Keuser vor Boris Slivic. Das wird sich aber wohl gleich wieder ändern, denn Slivic hat aufgeholt. Armani hat jetzt abreisen lassen müssen. Der muss seinerseits jetzt gegen Lamy und Schadrakama fighten. Aber wir wissen, vielleicht geht es wieder. Also ja, Armani sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ja, er spart immer wieder Reifen. Achtung, Slivic gegen Keuser. Teaminternes Duell. Zwei russische Fabrikatswagen führen in Kroatien. Das ist hier so eine Ostblock-Veranstaltung. Und der Boris, der wittert die Chance, dass wir hier heute endlich mal die kroatische Flagge, die kroatische Hymne hören dürfen. Wir hatten das ja auch in der Soccer World Challenge in Long Beach gedacht, aber dann wurde es dann doch nichts. Dann war es der Justin da. Achtung, jetzt hier, wir bleiben dran. Eberhofer kann. Achtung, Slivic lässt aber da fair Platz. Das war ein sauberes Manöver. Slivic führt und sofort hören wir die Kroaten wieder. Und Eberhofer ist jetzt dran. Armani hat sich jetzt auch wieder von seinerseits von Julien Lamy lösen können. Fährt ein starker vierter Platz bisher. Also egal wie er rauskommt, aber das war auf jeden Fall eine Honda-Empfehlung des Rennens. Das muss man also jetzt eindeutig sagen. Auch Birgit Keuser wird sich bald für so ein Auto empfehlen. Birgit Keuser empfiehlt sich auch bald für so ein Cockpit bei Honda oder bei Chevy. Sie hat ja auch ein Angebot ja von Citroën auch liegen, hat sie gesagt. Ja, das wäre mit Lamy zusammen in den neuen Werksfahrzeuge. Slivic führt, dann Keuser, Armani, Eberhofer nur mehr Vierter, Armani jetzt schon Dritter, dann Lamy, Schadrakama, Fuchsi, Meles, Huben, Luger, Schweizer. Dann hier Hardenacke, Reichelt, Kenny, Tanja Schirak, Imamovic und Patrice Schirak, Czewicki, Fiebiger, Valvoring, Joker und Beißler raus. Ein kleiner Funkspruch von Johannes. What's happening? Birgit leads the race? What? Aber nicht mehr lange, da kommt Novien Armani! Also ein Citroën-Sieg hier tatsächlich möglich jetzt. Novien, unser Reifenflüsterer. Jetzt wird's dann doch eng für den Boris.
Ich frage mich aber, müssen die noch mal an die Box? Gibt es hier vielleicht noch einen Spritbug? Den Wenn möchte ich hier. Armani Den nicht Spritbug möchte ich aufliest. hier nicht ausschließen, dass der hier auch noch passieren kann. So chaotisch, wie die Safety-Car-Phase gerade lief, ist hier ein Jetzt gibt es Spritbug. aber, wir haben noch eine Zuspielung im Replay, wie Michael Beißer Armani zweiten Platz gerade applaudiert hat. Bitte, Michael, können wir kurz nachreichen? Ein Funkspruch? Oder meinst du einen Ja, Funkspruch? generell beides. Kannst du auch beides machen? Ja, Michael Beißler klatscht hier in die Hände und funkt. You're great, Novi, great! You catch him, Boris, you can win! Keep pushing. Aber Boris ist natürlich jetzt. Ja, das ist natürlich eh eine Konstellation, die hätte man nicht erwartet. Boris Das ist auch weiß. das Duell der Generation, darf man sagen. Zuchwil gegen Hützemerz. Wir schauen mal, Respektiv Birgit Zuchwil. Keuser ist aber immer noch in Schlagdistanz, Eberhofer und Lamy aber auch irgendwie. Die Frage wird Ja, sein, Zuchwil. müssen die nochmal an die Box? Gibt's einen Spritbug? Der könnte hier nochmal alles durch. Du hast ja gesagt, Long Beach, nachher gibt's einen Spritbug und dann gewinnt hier der Kenny. Oder der, ba ne, der Beißer kann dann nicht mehr gewinnen. Nachher gewinnt hier noch der Kenny oder der Schweizer gewinnt hier noch wegen Spritbug. Ist ja auch noch nicht ausgeschlossen. Ja, und Armani zeigt heute, warum er mit der britischen Lizenz, er hat ja auch schon mehrmals ja auch gesagt, und heute zeigt er, warum. Und er hat sich damit für die SDM auch wirklich verhandelt, dass sich weiterentwickelt. Das muss man ihm wirklich lassen. Oh, Achtung! Der ist dran. Der ist dran an Slivic. Birgit Keuser jetzt auch wieder dran. Eberhofer feindet Warum sich macht jetzt schon Armani unten. das? Achtung, Meles, Lamy, Eberhofer, da geht's um Platz 4. Fuxi, Huben, also Alex Huben, Chatrakaman nur noch Zehnter. Alex Huben fällt heute ein bisschen durch den Rost jetzt. Und Armani Aber warum macht einen macht er. kleinen Fehler. Keuser jetzt durch. Wieder Doppelführung, Lada. Aber Armani darf man nicht unterschlagen. Nee, also Novien fährt heute, glaube ich, das Rennen seines Lebens. Das kann man von Boris hier aber aussagen. Aber Boris hat sich noch kaum Blöße gegeben. Wir wissen, im ersten Stint war ja Chatrakama derjenige, wo so kontrolliert hat. Aber der ist jetzt rausgefallen. Der wird wohl mit der Siegentscheidung nimmer viel zu tun haben, der Chevitan. Michael, was wäre, wenn jetzt beide Ladas reingehen müssten, zum Beispiel, und Armani eine Runde länger? Das könnte spannend werden. Das Das könnte auch könnte entscheidend sein. spannend werden. Ja, wir wissen ja noch nicht, ob der Sprit reicht, Novin. Das ist ja das. Das Wir wollte ich haben sagen. keine Informationen. Wir haben da keine Messinstrumente, wissen nicht, wie lang der Sprit reicht. Slivic und Keuser, das kann jetzt nochmal richtig entscheidend werden. Armani auf der 3 natürlich auch nicht. Also hier können, sag ich mal, die ersten drei locker das Rennen gewinnen. Also die ITCC zeigt, warum es ITCC heißt, weil wir hier Aber eben. wir müssen aber den Strecken, den Rennbetreiber Nouvin Armani in der Hinsicht ein bisschen auch loben, weißt du, weil er hat die Serie ins Leben gerufen überhaupt. Das muss man auch fairerweise sagen, Michael. Ja, er hat sie dem Beißler empfohlen und die haben sie dann umgesetzt. Und auch mit der neuen TV, mit den neuen TV-Logos, auch das jetzt verdeutlicht. Aber diese Rennserie, auch wenn sie immer nur wie die SWC über den Winter gefahren wird, es zeigt einfach, dass es hier hochklassige Motorsport ist. Und ich glaube, Rijeka, wenn hier nichts Größeres passiert, Spritbug und so, werden wir wohl auch in der nächsten Saison sehen. Und Eberhofer ist wieder dran, also anscheinend nach hat er sich Der wieder real. Eberhofer hat Armani jetzt geschnappt. Ich glaube, der Novien macht mal wieder den Reifenschonmodus. 10 Runden vor Schluss. Das könnte jetzt echt spannend werden. Achtung, Eberhofer hat jetzt müsse. Keuser hat müsse abreißen lassen. Wir gehen mal auf Hat Birgit Birgit ein Problem? Keuser. Ich hoffe es Achtung, mal da kommt. nicht. Hier sehen wir jetzt schön Eberhofer, Armani und Lamy. Und ich glaube auch Niklas Luger ist jetzt wieder dran. Slivic 2,7 jetzt vorne. Wir sehen schön aus der Wahnsinn, man muss ja Heckperspektive von Keuser. Achtung, Armani ist Dritter. Da geht einer an die Box. Boris Slivic. Birgit das Keuser. könnte spannend jetzt Aber werden. Novien Armani auch. Eberhofer nicht. Oh, jetzt müssen wir dann den Eberhofer auf die Siegrechnung setzen.
Wir schauen mal an, wo kommt Amani raus? Es gehen eigentlich alle bis auf Eberhofer und Hufen, Reichelt. Kenny geht noch nicht rein, Imamovic, Schweizer geht nicht rein, Chirac, sie sind abgeschlagen. Das wird jetzt spannend. BMW muss eigentlich, denke ich, auch noch mal rein. Ich glaube nicht, dass sie durchschaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, Wenn dass die es BMW das schaffen. Außerdem sind die mehrfach auch eingebrochen im Verlauf des Rennens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die BMW das ins Ziel bringen. Das ist die große Chance von Slivic, Keuser und Armani und vielleicht sogar Luger und Lamy. Die könnten auch noch was vorne mitsprechen. Wir müssen jetzt abwarten, was passiert. 9 Runden vor Schluss. Achtung, Funkspruch. Box, 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 Box. Boris. Pit now, push hard. Falsche Vicky ist das ist ein Tankproblem passiert, deswegen ist er auch ausgerollt. Birgit, Birgit, Hoffentlich. pit now, Birgit, push hard, push hard. So, jetzt geht die letzte Boxenserie los. 80 in der Box, hier schön eingeblendet. Diese Reifenstapel würde ich doch im nächsten Jahr zu entfernen. Also, die sind doch ein Sicherheitsrisiko, behaupte ich mal. Da ist Johannes auch hängen geblieben vorhin. Gerade Johannes mit seiner eh schon verletzten Hand. Da gehen jetzt alle Sollten wir wechseln? nacheinander rein. Kenny bleibt draußen. Ja, aber der Kenny wird heute mit dem Sieg, glaube ich, nicht viel zu tun haben. Schweizer, ja, So, auch wir achten Tanja Chirac jetzt mal ist auf wieder Armani dran. drauf. Ja, ich Meister, gucke achten jetzt. wir jetzt mal auf Armani. Ja, ich gucke Der jetzt spielt mal. jetzt eine Rolle. Ja, wo ist der Nobien? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Armani ist vor Meles raus. Achtung! Oh, ist das ein Unsafe Release? Der könnte sich den Lamy. Oh, der zieht gegen den Lamy noch den Kürzeren. Oh, da werden die Poller umgefahren. Oh, ob das jetzt so richtig war? Keuser und Slivic kamen davor raus. Lamy hat Armani, aber ich glaube, dass der Novi eine Chance hat. Meles, Fuxi und Luca ist hinter Patrice Chirac rausgekommen. Das ist schon mal ganz schlecht gelaufen. Also, Ja, Mann, ich. Lada hat einen Top-Stop gemacht, Novien. Slivic und Keuser deutlich jetzt vor Armani. Ja. Müsste Spannend ist bereinigt. ein. Die Frage wird sein, wer wird Dritter? Also Reichelt fällt raus, Kenny fällt raus, dann haben wir zwei BMWs vor drei Seats und dann Achtung, Mario Reichelt! Bleibt stehen! Oh. Sorry guys, sorry. Same problem with Beisler, same problem with Beisler. No fuel. Selbes Problem, Oh, selbes das, wenn Problem. das jetzt wieder eine Safety Car Phase gibt, dann haben wir hier Dann hat gleich das Armani nächste profitiert. Chaos. Und dann hat aber auch Niklas Luger noch die Chance, das Rennen zu gewinnen. Oh. Mario Reichelt ist out. Das ist der sechste Ausfall. Luger schnappt sich Chirac jetzt im Bild zu sehen. Wir müssen jetzt mal Aber war das abwarten, was egal? hier passiert. Eberhofer und Alex Huben. Matze Schweizer Dritter. Die müssen meine Begriffe noch in die Box. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber es ist ja alles möglich. Es ist auch möglich, dass BMW jetzt einen Doppelsieg holt. Gibt es jetzt nochmal einen Full-Course gelben? Yellow, Full-Course Yellow in Erwägung. Ist Der in Orange. Erwägung, ist aber noch nicht Punkt. angezeigt. Nein, ich meine, der orange Punkt für eine Nein, Erwägung. Für ist schon eine ab. Erwägung. Mario Reichelt ist weg. Alles gleich wieder grün. Aber die beiden Die müssen sind noch mal jetzt doch rein, schon. denkt Alex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie durchfahren. Ich kann es mir Ja, nicht also vorstellen. Boris Livic kämpft. Boris Livic kämpft. Hat sich jetzt. Alter Boris Livic! Der überholt außen zwei Seats! Zack. Alter, der geht da außen an Schweizer und Chirac vorbei. Und Schweizer nützt es und geht da noch im Windschatten an Chirac vorbei. Was macht denn der Livic? Achtung! Das sind Rückstand von 17 Sekunden. Novien, das gibt kein BMW-Sieg. Boris Livic wird aufholen. Boris Livic holt auf. Das kann kein BMW-Sieg geben. Schau Nein. mal. Schau mal auf die Abstände unten, Novien. Novien, beobachte die Abstände unten im Zeitmonitor. Ganz unten. Unten rechts. Ja. Das wird immer kleiner. Gerade waren 17, sind 15. Slivic kommt. Und die beiden behaken sich. Boris Livic auf dem Weg. Move des Rennens.
Move des Rennens. Auf jeden Fall. Achtung, Fuchsbruch! Boris, great job, well done, Boris. Great overtake. Jetzt catch the BMWs. You have a chance to historic win. Push hard now, push. Ja, push nicht nur hart, Birgit Keuser hat sie jetzt auch. Achtung, der Rückstand, nur mehr 13. Das wird ganz eng. Das wird furzeng. Geh nicht an die Box. Ich sag dir, das kann ein, das wird ein Nachteil. Ja, es sind aber nur mehr 6 Runden, wenn ich das richtig sehe. Gleich 5. Das kann aber funktionieren. Schau mal, wie Boris da wegzieht. Schau mal, wie der Boris da rast. Ja. Ja. 10 Sekunden nur noch auf Alex. 12 auf Jake. Das funktioniert. Das kann noch aufgehen. Aber dann muss er sie auch noch überholen. Und ich traue dem Boris zu, dass er in der letzten Runde die beiden außen noch schnappt. Oder die beiden gehen in die Box vorher. Und Birgit Keuser, die zieht mit. Die gehen nicht an die Box. Die gehen nicht an die Box. Eberhofer verhuben. Aber die brechen ein. Wir wissen, dass die einbrechen. Da hinten kommt Slivic. Achtung, schon in derselben Kameraeinstellung. Liebe Zuschauer, nur noch 11 Sekunden, Boris Livic hinter Eberhofer, das kann noch gehen. Alles ist möglich, Michael, alles. Es ist keine Boxenaktivität bei BMW zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs aus München durchfahren. Die wollen's wissen, denn nur so gewinnen die Rennen. Aber das ist natürlich, Livic hat die frischen Reifen. Ja, schau mal, der ist dran. Nur mehr 9 Sekunden, Boris Livic kann das Rennen gewinnen. Für Novian Armani wird es jetzt, glaube ich, schwierig und selbst auch Birgit Keuser verliert den Anschluss. Boris Livic hat die Chance, die Kroaten hier aber mega glücklich zu machen. Wir gehen mal onboard mit Boris Livic und er sehen wir, der pusht hart. Schau mal, wie der da am Limit fährt, aber das ohne zu rutschen. Ja, which we. Also Fettgemisch 3. Also Boris will nochmal, gibt richtig ja, Gas, fährt die Birgit Keuser kann es aber auch schaffen. Ja, aber dann muss Eberhofer fährt aber sehr langsam. Für meine Begriffe fahren die BMW etwas zu langsam. Onboard. Und schau mal, Slivic. Ja, für meine Begriffe ist das Schlafwagentempo. Ja, gibt es da vielleicht eine Absprache? Du meinst BMW intern, dass man jetzt den Jake vorne lassen möchte? Also nicht ja, Angriffspakt. Das wäre aber natürlich ein bisschen unfair, weil Alex Huben ist ja besser platziert in der Meisterschaft. Es sei denn, man möchte sie nochmal spannend gestalten. Wir müssen jetzt abwarten. Wir müssen jeden loben. Niklas Luger, der war auch stark heute. Das muss man auch sagen. Die gehen nicht in die Box. Ta, Slivic ist schon auf der Geraden, mit Keuser gleich auf. Boah, das sind nur mehr 4 Runden. Das ist mir. Die müssen nochmal an die Boxen! Nein, das darf doch nicht wahr sein! Die Lader müssen nochmal an die Box, das gibt einen BMW-Sieg! Wenn sie nicht in die Box fahren. Wenn sie an die Box fahren, dann hat BMW trotzdem ein Problem. Bitter für Blader, richtig bitter. Oh. Ich sag dir, die BMWs fahren nicht an die Box. Oder die bleiben genauso stehen wie Beißler und Reichelt. Auch das ist eine Möglichkeit. Boris Livic und Birgit Keuser müssen nochmal rein. Es muss das gesamte Feld nochmal rein. Ja. Also da haben einige das unterschätzt, der Spritverbrauch hier. Ich hoffe, es bleibt keiner stehen. Alex Huben gegen Eberhofer ist der Kampf um die Führung. Stand jetzt. Und Alex ist dran. Ah. Hier sehen wir Alex Huben. Schweizer könnte auf dem Treppchen landen. Achtung, Alex Huben. Ist vorbei. Bye. Ja, Eberhofer zieht rein. Da wissen wir, dass der heute ein bisschen unsanft unterwegs ist. Also, der hat die Birgit Keuser ja auch schon ein bisschen bedrängt, da wie er reingezogen ist. Was passiert bei BMW? Nichts. Nichts passiert. Nichts. Die sind sich ihrer Sache sicher.
Jetzt geht das ganze Feld rein. Also wenn hier nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder die zwei schießen sich jetzt nicht gleich richtig ab, dann ist das hier ein unerwarteter BMW-Sieg. Denn den hatte keiner auf der Rechnung. Nein. Das nimmt uns jetzt die Spannung raus. Das muss man jetzt auch leider dazu sagen, weil da einige jetzt, der Matze Schweizer kann hier jetzt noch profitieren, ja. Ja, aus der Traum vom historischen kroatischen Sieg. Er kommt zwar als Siebter raus, hinter den Durchfahrern. Die Seats wird er wohl schnappen. Ja, Kenny muss an die Box, fällt raus. Die BMW sind sich ihrer Sache verdammt sicher. Eberhofer vor Huben. Kopfschütteln bei Armani im Cockpit. Siehst du ja das, ne, die Reaktion. Unfassbar, ja. Novien hat hier auch mitgekämpft. Novien ist aber nunmehr Zehnter. Slivic und Keuser, ja, aber der Rückstand auf, wie viel ist der Rückstand? 31. Das kann nur noch aufgeholt werden, wenn die jetzt in die Box gehen würden. Möchte nicht ausschließen, dass die in der letzten Runde noch in die Box gehen. Also, Huben führt jetzt Eberhofer und die fahren sich ganz schön in die Karre rein. Das ist also... Einer Hamilton Rosberg liked. Ja, der Jake ist hier auch nicht von schlechten Eltern. Also, wie der schon mit der Keuser gefeitet hat. BMW gewinnt. BMW wird das Rennen gewinnen. Zwei Runden vor Schluss. Da habe ich jetzt keinen Zweifel mehr. Aber wer? Alex oder Jake? Kenny fällt raus. Matze könnte hier wieder mal ein Podest abstauben. Das wäre das Podest, was eigentlich so nicht erwartet war. Das war eher für Julien, Boris, meine Wenigkeit, kann man auch so sagen, in Klammern. Auf jeden Fall. Ja, schon ein bisschen blankes Entsetzen, auch wenn der Boris hier fightet wie ein Esel, sage ich mal. Aber es nützt ihm nichts, weil er muss hoffen, dass die alle vorhin an die Box müssen. Boris ist jetzt dran an Patrice Chirac. Schau mal, wie weit die BMW vorne bei sind. Bei Chevy herrscht dicke Luft. Und Nico schreibt, dazu kann ja nicht sein, dass sie so lange fahren können. Das ist, ja, das ist unglaublich, ja. Und Johannes hat geschrieben, ich hätte vielleicht auch Podium geschafft, wenn die Rennleitung nicht so behindert gewesen wäre und uns alle in die Box geschickt hat. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch voll und ganz verstehen. Und es wird gleich ein Interview geben mit Nico Drischwicki und Johannes Meles, also zwei Leute. Nico Drischwicki, Novien. Drischwicki. Ja, Nico Drischwicki und... aussprechen. Ja, Nico Drischwicki und Johannes Meles werden gleich zum Interview kommen und ihre Meinung dazu sagen. Werden sie gleich in unserem Studio in Rijeka begrüßen. Und one werden lap alles to go, machen. One lap to go. Das ist ein BMW-Sieg. Und dieser BMW-Sieg ist etwas geteilter Meinung. Wird überschattet durch die geteilte Meinung. Richtig. Ich meine, die BMWs können nichts dafür. Die wissen, dass sie länger fahren können. Matze Schweizer wird Dritter. Aber das ist jetzt Boris Livic, Benzinprobleme. Nein! Oben eingeblendet. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt das aus für Livic. Das ist eine kroatische Tragödie, liebe Zuschauer. Das ist schon das zweite Mal, dass er an einem Sieg nicht rankommt. Ich hätte es ihm gegönnt. Ich hätte es ihm gegönnt. Das ähnelt mich, darf ich ein Beispiel sagen, Michael? Armani auch Benzinprobleme. Das gibt einen Spritbug. Das gibt einen Spritbug. Das wird gleich ein ganz, ganz chaotisches Ende. Wer kommt ins Ziel? Und der Jake jetzt nicht angreift. Jake muss angreifen. Das ist seine letzte Chance. Achtung, Jake Eberhofer. Und der will's wissen. Der muss. Achtung, wer gewinnt? Es ist Alex Huben, der Sieger in Rijeka. Jawohl. Alex Huben gewinnt
Das Race of Croatia vor Jake Eberhofer. Matze Schweizer wird Dritter. Das ist ein dritter Platz in dieser Saison. Aber das wird überschattet. Das wird überschattet, das muss man sagen. Und es gibt, ich höre auf Pfiffe. Und wir holen die beiden jetzt zum Interview schon mal bereit. Nico Schweizer, Cibicchio. Tanja Schirak, Patrick Schirak, Kenny. Achtung, Meles bleibt stehen. Hartenagel scheidet aus. Da bleiben einige stehen. Das halbe Feld steht. Ja. Die kommen nicht ins Ziel. Kenny wird Sechster. Kenny schafft ins Ziel. Die kommen nicht ins Ziel, liebe Zuschauer. Ach, meine Fresse. Also da wird der Grobny Grand Prix doch in Frage ein bisschen gestellt. Ich glaube, da wird nicht der Grobny Grand Prix in Frage gestellt, sondern ich denke, der Modus der Rennserie könnte hier in Frage gestellt werden. Das ist wahrscheinlich das. Und wir haben einen Funkspruch. Alex, Alex, you are win. Your third win of season. Congratulations. Only six cars have finished the race. Only six cars. Thank you guys, thank you. This was a not normal race. This is a not normal race. Yeah. I have no chance of win. This is not okay. This is not okay. Ich hole mal die beiden schon mal zum Interview. Entsetzen, es sind tatsächlich. Danke, dass du mich jetzt da rausgekickt hast aus dem Spiel. Können wir aber nebenher mal gucken. Ah, läuft noch. Das ist. Ja. Kenny ist stehen geblieben, allerdings in der Auslaufrunde, aber er ist als Sechster ins Ziel gekommen. Das Rennergebnis, ja, hören wir von der Rennleitung, wird allerdings erst einmal unter Vorbehalt. Also es gibt einige Untersuchungen, Proteste des Rennens. Also Alex Huben ist erstmal provisorisch der Sieger. So, wir haben ja, wie gesagt, unsere Interviewpartner. Nico Cevicic wird gleich in unserem Studio kommen. Der und ist Johannes schon da, Mädels aber der auch, hat auch kein Kabel. Ja, und der Johannes ist wird gerade mit dem Motorroller an die Box gefahren, an das Studio. Also, liebe Zuschauer, ja, ist schon dann hier. Ja, sehr, also, wie gesagt, das Rennergebnis ist erstmal unter Vorbehalt, liebe Zuschauer. Das zählt momentan nicht. Das zählt momentan nicht, liebe Zuschauer. Wir müssen das jetzt erst einmal nachreichen. Also, liebe Zuschauer, wir schalten jetzt erst einmal ins Studio, wo wir jetzt zwei Interviewpartner haben, die schon mehr oder weniger ausgeschieden sind. Aber wir wollen sie trotzdem mal hören. Ja, Johannes, genau. Mädels und Nico Cevicic, guten Abend an euch beiden erstmal. Wunderbar. Johannes, du hast ja deinen Unmut geäußert, du hast ja auch mir geschrieben, das ist dein letztes Rennen. Wie zufrieden warst du trotz alledem auf das Rennen und hat es dir trotzdem gefallen, bevor die Probleme aufgetaucht sind? Ja, also das Rennen hat mir schon gefallen, aber mich haben eigentlich fast alles gestört. Mich hat eigentlich gestört, die Distanz von der Rennleitung uns in die Box zu schicken. Das hat mir nicht gefallen und dann der Benzin. Und da muss ich nochmal Chevrolet kritisieren, weil das geht gar nicht. Wie so blöd sein, so wenig Benzin rein. Ich habe in der Qualifikation gesehen, dass es nicht klappt. Also da kann ich es so noch nicht verstehen. Da bin ich ein bisschen wütend. Kann ich auch verstehen, Nico, auch an. Selbe Frage, wie hast du den und was war bei dir der Ausfallgrund? Wir hatten ja eine Full-Course-Phase. Die Fahrer mussten also fast alle bis auf Tanja in die Box zu einem unfreiwilligen Boxes, auch wieso, weshalb, warum. Kannst du das vielleicht auch etwas über dein Rennen erzählen und auch etwas erklären? Hat dir es ihm gefallen bis zu diesen Zwischenfällen?
Was kann man sicher, die Pacer, okay, die war jetzt nicht überragend, aber sie war in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass bei uns jedes Mal der Tankstreik ist. Jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal der Fall gewesen und jetzt, es kann einfach nicht der Fall sein, dass der Tank so dermaßen klein ist. Vor allen Dingen, dass das ständig die Benzinpumpe streitet ist. Hier, das gibt's doch nicht. Und ja, wegen der Rennleitung, da muss ich sagen, gut, da war ich ja dann sowieso schon draußen. Und es war von der Rennleitung, da habe ich den Bescheid beim Team gesehen, der da angekommen ist. Und es war reiner Sicherheitsstopp, dass die Leute wirklich nochmal nachtanken, um allgemein das eben zu reduzieren. Sagen wir es mal so, wär dieser Sicherheitsstopp eine Runde später gewesen, ich glaube, dann wären ein paar Leute mehr ins Ziel gekommen und dann wären sie erst auf der Auslaufrunde ausgerollt. Aber ja. Wie gesagt, die Benzinpumpe, das kann nicht sein, dass die Benzinpumpe streikt. Also da muss man auf jeden Fall was tun. Und ich bin jetzt langsam aber sicher ziemlich angepisst, weil wir haben über den Winter gearbeitet am Auto. An dem liegt es nicht. Es ist letztendlich die Technik, die vom Werk kommt. Und die Werkstechnik ist zu kotzen. Also tut mir leid. Ich fahre jetzt die Saison noch zu Ende, aber dann werde ich meine Angebote durchschauen, aber ITC7 Chevy werde ich sicherlich nicht mir eine weitere Saison antun. Das ist eine klare Ansage. Michael, du hast ja auch ein paar Fragen vorbereitet. Also ich sehe im Moment immer noch in unserem Studio, wir können das sehen, liebe Zuschauer, dass Alex Huben und Jake Eberhofer sich beraten, er wird kopfschüttelnd. Da ist jetzt auch der Matze Schweizer mit dazugekommen, der jetzt auch nicht so recht weiß, was jetzt los ist, der jetzt nur Platz 3 auf der Anzeigetafel sieht. Es kann jetzt fast nicht wahr sein. Es wird übrigens überlegt, den Stand von ein paar Runden zuvor zu werten. Das heißt, der Sieg unter Umständen nicht bei Alex Huben bleiben wird. So ist jetzt im Moment, dass die letzten fünf, sechs Information. Runden nicht mehr gewertet werden offiziell. Das heißt, unter Umständen könnte dann Boris Livic noch nachträglich als Sieger gewertet werden. Also das müssen wir dranbleiben. Im Moment gibt es keine Vorbereitungen zur Siegerehrung. Es kann sein, dass das So Rennen etwas. nur zur Hälfte gewertet wird. Dann wäre, und da müssen jetzt die Kommissare schauen, Boris Livic der Sieger. Aber noch ist das nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, es laufen übrigens mehrere Proteste, liebe Zuschauer, gegen BMW, Preiskonzerte. gegen BMW, gegen Seat laufen mehrere Proteste jetzt. Es wird von einem illegalen Zusatztank. Ist da die Rede, dass die BMWs einen illegalen Zusatztank mitgeführt hätten bei dem Rennen, weil sie, glaube ich, nur einmal oder überhaupt nicht an die Box gekommen sind. Einmal. Einmal Jetzt mache und ich. die anderen dreimal oder viermal. Also es gibt Proteste gegen Seat und BMW wegen der Verwendung eines illegalen Zusatztankes. Also das müssen wir Wir bleiben erstmal, dranbleiben. wir werden nach dem Interview nochmal dazu hören. Michael, ich bin dran an der Rennleitung. Ich bin da gerade dabei. Ich bin gerade Nico, selber in der Rennleitung, um Nico, mich ich da habe jetzt, aufzuschreiben. danke Novien, du kümmerst dich darum. Also momentan ist Verwirrung, Beratschlag. Jetzt ist auch der Rennleiter Charlie Whiting dazugekommen, der jetzt da auch mal berät. Nico, wir gehen jetzt mal zurück und zwar mal eine ganz andere Frage. Nico, muss das Rennformat überdacht werden? Sind die Runden zu lang? Respektive müsste man dann kürzere Rennen machen, denn wir hatten ja sich das erste Mal das Problem, dass es jeng so ausgeht. Ich erinnere an Bathurst, wir hatten auch Strecken in Aragon, sind auch einige rumgebackt. Nico, muss an dem Rennformat nachhaltig was geändert werden? Und an der Handhabung einiger Safety-Car-Phasen. Nico, bitte deine Einschätzung. Die Safety-Car-Phase war ja ebenfalls chaotisch. Meiner Meinung nach ist das größte Problem eigentlich bei Chevy. Also ich finde es total schwachsinnig, dass da Protest gemacht wird gegen BMW und Seat. Da sollen sich Chevy und Citroën mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und auch Lada, weil es ist klar, zwei Teams schaffen es ins Ziel zu kommen,
Zwei Fahrzeuge, aber die anderen beiden nicht. Tut mir leid, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir mit Benzinprobleme ausscheiden. Also es liegt mir da nicht an einem kleinen Tank oder an einem angeblichen Zweitank oder unterladenen Tank, der noch dazu ist. Ich finde es eine Frechheit teilweise. Deswegen, mein Unmut wird jetzt nur größer, nur höher. Umso mehr ich jetzt darüber nachdenken muss, über diesen Protest, finde ich das total schwachsinnig, das Rennen gehört gewertet, sollen die anderen einfach einen gescheiten Tank bauen und gut ist. Es ist, in meinem BMW kriegst du auch hin. Und ich habe aufgrund meiner Tests für BMW in der STM schon ein paar technische Daten sehen können, auch von dem ITCC-Wagen. Ich durfte ja nicht, ich darf jetzt keine Daten nennen, aber ich weiß, dass der Tank genauso gut ist. Da sollten sie alle an ihrem Motor arbeiten, dass der weniger verbraucht oder am Tank, dass da mehr reinpasst. Aber sorry, ich finde das total lächerlich. Johannes, Deine deine Einschätzung? Einschätzung von übrigens auch deinem Team, AllEagle.com, kam ebenfalls diese Protestbeschwerde. Nico hat es auch gesagt, Roal Motorsport hat es auch gemacht. Generell haben es, den Protest haben nicht eingelegt die Ladas. Die Ladas haben übrigens keinen Protest eingelegt. Die akzeptieren das Ergebnis so, wie es kommt. Es kommt also von Cheffy und Citroën der Protest. Johannes, deine Einschätzung. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich habe auch mit einem Protest angelegt. Also ich und Valbo haben beide gemeinsam einen Protest angelegt. Und auch das zugleich noch ein paar Teammitglieder. Weil ich sage, ich kann es irgendwie nicht verstehen, irgendwie, dass die auch irgendwelche Zusatztanks noch in den Wagen bauen. Aber zugleich sollen die auch mal größere Tanks reinbauen. Also ein Rennformat gibt es gar nicht. Es liegt für mich eher am Tank. Die sollen einen größeren Tank machen und keine Zusatztanks. Einfach nur einen größeren Tank. Das muss man reinbauen. Ja, Johannes, du hast ja im Interview mit dem WDR vor dem Qualifying gesagt, das ist dein letztes Rennen. Warum? Wie kam der Entschluss? Und wie lange war die, wann hast du das erste Mal danach nachgesehen zu sagen, ich höre damit auf? ich habe jetzt schon eigentlich nach dem Sparren nachgedacht, weil das auch nicht so richtig gut lief. Aber tatsächlich war es an meiner körperlichen Anstrengung, weil vier Serien gleichzeitig zu fahren, das ist echt hart und ich als 13-Jähriger, das bedeutet natürlich erst natürlich richtig Arbeit und ich war noch nicht total vorbereitet. Und ja, wie gesagt, mein Körper ist erst am Arsch, werde jetzt erst ein bisschen mich auskurieren und dann ab zum nächsten Rennen. Du hattest ja auch, du hattest Formel ja 1 dich. Auftakt nächste Woche, genau, Johannes. Deswegen ist das Rennen ja auch vielleicht für dich gut, dass das Rennen heute an dem Montag stattfindet. Da ist jetzt noch über anderthalb Wochen Zeit, weil vor Mitte nächster Woche wird es nicht sein, das Rennen in Bathurst. Aber das ist dann gut für dich. Johannes, was macht eigentlich die Hand? Wie sehr gab es Probleme mit der Hand? Du hast ja immer noch diese Verletzungen aus Macau und Long Beach, die dich da auch ein bisschen gehemmt haben in Daytona. Wie läuft es mit der Hand technisch? Ist da alles so weit, dass du den Formel-1-Auftakt starten kannst in Grand Prix 2? Ist da das okay vom Also Arzt nee, gegeben? die Hand geht jetzt gar nicht. Die Hand geht gar nicht. Ich habe nach dem Einschlag heute in Rijeka, in die Reifenstapel, habe ich wirklich gedacht, meine Hand kann es nicht mehr packen. Ich sage, ich habe starke Schmerzen in der Hand. Ich glaube nicht, dass erst so schnell erstmal natürlich erstmal ins Cockpit steigen kann. Das heißt, die Erholungszeit tut mir Leute noch gut. Aber ich glaube, die Hand, die ist am Arsch. Total am Arsch. Ja, dann bauen wir, dann hacken wir sie ab. Ja, das ist natürlich auch, ich muss dazu sagen, Johannes, wenn ich dich jetzt, wenn jetzt das Okay nicht kommt vom Arzt, muss ich dich ja aus der Edition erstmal rausnehmen. Was natürlich dann aber bedeutet, dass du dann die Saison nicht fahren kannst, weil ich kann Mitte in der Saison nichts mehr ändern. Das heißt, jetzt muss man sich beraten bei BMW, oder? Dass du dann auch in Grand Prix 2 wohl ein Jahr aussetzt. Die Frage wird sein, wer ist dann der Ersatzfahrer? Ein Rocky Bergmann kann es noch nicht werden, der ist vertraglich gesichert. Oder erleben wir hier eine komplette Umstellung? Johannes, du wartest jetzt erstmal ab, oder? Also wenn es okay vom Arzt nicht Ja, kommt, ist es. okay.
Wenn das okay vom Arzt nicht kommt, ist das mit der Formel 1 für dieses Jahr gelaufen, wahrscheinlich. Ja. Und du musst dann eben, wo Aber bist du? es ist SCM, dann bist du nur halt nicht SCM gesetzt. Ja, Oder du aber bist das. LCM würde auf jeden Fall gehen. Aber die Hand, da muss ich da gucken, wie es mit der Formel 1 aussieht. Ich will sagen, morgen werde ich noch ein paar Tests, Privattests machen mit den Steffen. Aber da werde ich noch mal kurz meine Hand testen. Da werde ich noch nächste Woche Montag. Da bin ich schon bettest, bereit. Da werde ich auch noch ein paar Tests machen. Dann wird das okay. Da muss ich es entscheiden. Wirst du dann den nur wieder mal dazu informieren? Ja, aber wenn ich noch kurz ein paar Worte sagen darf. Bitte. Ja. Also, wie gesagt, möchte ich nochmal hier an das ganze Chevrolet-Team, auch an das Team, wo ich gefahren bin, und natürlich auch meine Kollegen bedanken, dass ihr mich so unterstützt habt in der ITCC, auch wenn es zum Beispiel nicht gut gelaufen ist. Naja, ich habe mich halt nochmal, wie gesagt, der Rücktritt, der war nicht leicht, aber ich habe mich tatsächlich entschlossen, das zu tun. Und ja, wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön an das ganze Team. Wahre Gut, das Worte. ist zugleich mein Abschiedswort. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und wir sehen uns dann zum Formel-1-Auftakt, hoffentlich. Ja, wahre Worte, Tschüss. Johannes. Ich bedanke mich auch bei dir. Wünsche dir trotzdem gute Besserung und einen schönen Montagabend dir noch. Auf Wiedersehen. Dir auch, Danke, Johannes. Ciao, tschüss. ciao. Also das bringt natürlich jetzt ganz klar die Gerüchte in Wallung, weil wer könnte dann der Ersatzpilot werden von Johannes Mehles? Ich habe da auch noch gehört, dass da auch an Michael Beißler versucht wird anzufragen, was natürlich jetzt ganz utopisch wäre, aber man weiß es ja nie. Also es kann ja alles möglich sein, oder Novien? Das ist richtig. Wir werden das nach dem Interview dann hören. Ich habe gleich noch eine weitere Stimme, aber Auch nachher, das werde ich. übrigens, auch Nico Czewicki soll als Ersatzkandidat angefragt werden. Nico ist, Richtig. glaube ich, noch da. Nico wäre auch der wahrscheinlichste, denn der ist ja selber im BMW-Lager sowieso schon tätig. Und Nico. Also mal an Ja. dich die Frage, Nico, wenn der Johannes jetzt, und ich habe es ja gesagt, wenn ich ihn rausnehmen muss, dann kann er die Saison nicht mitfahren, Grand Prix 2, weil ich kann eben Mitte der Saison nichts mehr editieren. Nico, du bist jetzt im Gespräch, auch möglicherweise von Coca-Cola Ford ausgeliehen zu werden zu BMW. Käme das in Frage, Nico, dass man dich da ausleihen könnte von Coca-Cola? Es geht da um ein Leihgeschäft für eine Saison. Wäre das durchaus möglich, das zu machen? Muss ich mal auf die Perspektive gucken. Also da muss ich das auch noch ein bisschen abwägen und mir überlegen, weil das kam jetzt dann, käme dann doch etwas plötzlich, weil die Testfahrten habe ich jetzt alle mit dem Fordwagen gemacht und das wäre jetzt irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich jetzt da plötzlich raus müsste. Das muss ich mir wirklich überlegen. Aber Wie ja, gesagt, das muss schwierig. bis Ende der Woche soll eine Entscheidung falle diesbezüglich, Genovien. Richtig, genau. Und der Nico ist ja sowieso mit mir, sagen wir mal, gut befreundet. Da kann er mir das dann auch bestätigen. Und dann würde ich auch dir das dazu mich äußern, wie er sich entschieden hat. Es gibt ja auch noch eine Anfrage, das hören wir jetzt gerade noch. Es wird übrigens immer noch beraten, wie das Rennergebnis gewertet wird. Es gibt immer noch keine offizielle Stellungnahme dazu. Das Rennergebnis ist immer noch nicht offiziell. Was natürlich auch noch ist, Novien, was ich gerade eben reingehört habe bezüglich der Gesundheit. Johannes ist jetzt direkt wieder ins Medical Center in Zagreb. Geflogen. Nach Zagreb wird er jetzt geflogen ins Medical Center. Wird da nochmal untersucht. Novien, es gibt jetzt offiziell, ich habe das gerade reingefaxt bekommen. Und zwar gibt Also es du hast eine. es mir ja gerade zugeschickt. Du Genau, hast es es mir gibt gerade eine zugeschickt. Anfrage an McLaren Honda und es gibt eine Anfrage an Rocky Bergmann, dass Die er. Offiz.
eine offizielle Anfrage an Ron Dennis über Freigabe von Rocky Bergmann zu BMW. Novien, ist das eine Option, die der Bergmann ziehen kann? Wir wissen nicht, ob er sich damit jetzt einen Gefallen tut oder nicht, wenn er das macht. Denn er wisse, in McLaren hätte er ja die Chance, Weltmeister zu werden. Wenn er jetzt zu BMW wechselt, dann ist diese Chance gering, es in diesem Jahr zu schaffen. Norwin, wie schätzt du das ein? Ron Dennis hat es gerade bestätigt, der ist ja vor Ort, der hat gesagt, ja, BMW, Jens Marquardt hat mir das Angebot zugestellt, Rocky Bergmann aus dem Vertrag vorzeitig rauszukaufen. Novien, deine Einschätzung, Bergmann und BMW doch schon früher als erwartet? Also nach jetzigem Stand kann ich mich jetzt noch nicht dazu äußern. Ich werde mich nach dem Interview mit Nico dazu mich äußern nochmal. Und ich bin immer noch leider noch in Kontakt mit der Rennleitung. Ich kann noch nichts dazu sagen. Also ich werde mich in den nächsten 20 bis 30 Minuten nochmal dazu äußern, Michael. Wir bleiben so lang erst einmal noch auf Sendung, liebe Zuschauer. Also wir wollen auf jeden Fall noch eine Siegerehrung haben. Wir wissen noch nicht, mit wem. Also es ist auch noch immer noch die Möglichkeit, dass das Rennen Stand von Runde 25 gewertet würde. Da waren Slivic, Kolsa und Armani vorne. Ich habe noch eine Meldung. Nico Cevicchi ist gerade an einer Telefonkonferenz mit Coca-Cola Ford und BMW. Also wir werden es gleich erfahren. Und ja, er hat noch nebenbei gesagt, wie gesagt, meiner Meinung nach muss das Rennen so gewertet werden, wie es beendet wurde. Aber wir haben es von der Rennleitung noch nicht. Also wie gesagt, Lada war die einzigste Marke, die sich dem, außer BMW und Seat natürlich, die sich dem Protest nicht angeschlossen hat. Also Lada akzeptiert jegliche Art der Ergebniswertung. Boris hat aber jetzt gerade in einem Interview sich kurz geäußert beim HRT, beim kroatischen Rundfunk, dass er den Sieg aber nicht gerne nachträglich geschenkt haben möchte, nur weil es sein Heimrennen ist. Er hätte ihn schon gern über die Linie gefahren. Also dem Boris wäre es lieber, wenn sie so werden würde, wie es Nico gesagt hat, so wie es jetzt ins Ziel komme sind. Also ich werde mich gleich, wie gesagt, bezüglich der BMW-Sache äußern nachher und Nico wird sich auch gleich dazu, denke ich mal, äußern. Ich habe Erstmal, wie gesagt, nach übrigens einer noch Prüfung. eine Eilmeldung bekommen. Ah, noch Na? ein Angebot ist da gekommen. Bestätigt auch von Jens Marquardt. Man hat jetzt auch sogar Lukas Beer angefragt. Der fährt im Williams BMW. Das wieder naheliegend, das ist der Motorenpartner, dass man sich auch dort bei den Fahrern erkundigt. Lukas Beer ist angenommen, du hast das auch bekommen jetzt. Ja, Bei Williams ja, ich BM, habe es bekommen bei meinem Telegramm. bei Ja, ich habe es Williams auch bekommen. Martini Racing BMW ist angefragt worden. Lukas Beer als mögliche, der kennt den Pfaffinger sehr gut. Der ist mit dem Pfaffinger bei Beisler Ferrari mal in der ersten Saison gefahren. Der als mögliche Nachfolger zu BMW kommt. Also auch das ist eine Variante. Und Michael Beisler soll angeblich auch angefragt worden sein. Der hat aber schon bereits abgelehnt, weil er ja gerne das Jahr bei GCR machen möchte. Der geht ja eh zu Ferrari. Der möchte sich da nicht noch irgendwie umändern. Also Beisler ist raus. Der hat schon abgelehnt. Das wäre zu unruhig. Lukas Beer und Rocky Bergmann und Nico Cevicchi sind die drei Anfragen, die jetzt als Johannes Mehles an Ersatz gelten. Novien, was hast du von der Claire Williams? Kriegst du da irgendwas raus? Die Nein, Anfrage ist immer noch nicht. bestätigt. Claire hat gesagt, es gibt Gespräche, ja, aber sie will es auch noch nicht kommentieren. Sie hat es weder bestätigt oder dementiert. Ist natürlich auch klar, dass für das jeweilige Team dann natürlich auch ein Ersatzfahrer gesucht werden muss. Das ist ja ganz klar. Bei McLaren würde ich mir das jetzt schwierig vorstellen, wer da jetzt auf einmal die Chance bekommen soll, den McLaren zu bekommen. Aber BMW habe ich jetzt gerade auch den Fax geschickt. BMW bietet 12,5 Millionen für Bergmann als Ablöse. das ist ein Wort. Das ist ein Wort, liebe Zuschauer. Aber Ron Dennis sagt, wir verlangen noch mal ein bisschen mehr. Also Die ab 15 Verhandlungen Millionen können wir reden. sind in vollem Gange.
Ich würde jetzt gerne mal wissen, wen Ron Dennis schon als Nachfolger hat. Er hat ja die geheime Liste, gell? Wir wissen, der Schwald hat ja schon mal gesagt, nein. Der Pfaffinger wäre dann unwahrscheinlich, weil da müsste BMW ja noch einen Ersatzfahrer suchen. Das wäre ja dann blöd. Lukas Bär war ja auch ein Thema. Ja, Lukas Bär könnte dann dadurch oder Linus Hartmann, die beiden könnten dann ein Thema werden. Novien, es ist allen bewusst, Ron Dennis weiß, es ist nur mehr eine Woche bis zum Saisonauftakt, jetzt noch den Fahrer zu wechseln. Die Möglichkeit besteht übrigens, habe ich vom Streckebetreiber gehört, in Bathurst einen zusätzlichen Testtag einzubauen für diesen Fall. Dass es jetzt so kommt, wird es dann nochmal einen Testtag vor dem Rennwochenende geben, wo dann eben diese Piloten nochmal, sag ich mal, sich nochmal testen können im BMW, weil Nico hat ja gesagt, der hat ja alles mit Coca-Cola Ford getestet, jetzt auf ein anderes Fabrikat umzusteigen. Wir bleiben dran, Novien. Es gibt drei Anfragen von BMW: Lukas Bär, Rocky Bergmann und Nico Cevicki. Alle drei machen Sinn. Bergmann fährt Sportwagenrennen BMW, Cevicki fährt STM BMW und Lukas Bär fährt im Williams BMW. Also das macht alles drei Sinn. Ich Novien. habe gerade, ich habe noch eine Meldung, das kann ich jetzt gerade vermelden. Das hat auch, das kann ich mal gerade suchen, dann sage ich es dir. Ich bin gerade Wir dran, dann sage ich wissen es immer dir. noch nicht, wie das Rennen gewertet wird. Die Rennleitung hat jetzt hinter verschlossenen Türen Alex Huben, Jake Eberhofer, die drei Es SEAT-Piloten. wird auch. Im BMW ist noch eine im Gespräch. Tanja Chirac. Ist aber unwahrscheinlich, wohl eher. Hat Aber sie aber. war in Gesprächen, sie war eine Überlegung wert, das hat sie gesagt. Das hat auch Marquardt bestätigt, hat aber auch gleich gesagt, nein, das ist nicht, Noch zu früh. das ist zu früh. Also Marquardt möchte einer der drei, so wie ich das heraushöre, Bär, Bergmann oder Cevicki. Und so wie man das jetzt hört, ist man doch wirklich am ersten bemüht, Rocky Bergmann zu bekommen. Also ich will ja nichts sagen, Owen, aber das wäre der Kracher der Saison. Nach dem Wechsel von Beisler zu GCR zu Ferrari, wenn der Bergmann jetzt schon nach nur einem Jahr zu BMW geht. Weil dann würde mich, ne, weißt du, warum das der Kracher wäre, Owen? Weil ich dann gerne wissen würde, wen Ron Dennis dann jetzt in den McLaren setzt und wer dann hier, egal wie es ausgeht, wenn Bergmann das wirklich macht, Novien, der, wo das McLaren-Cockpit kriegt, der kriegt die Chance seines Lebens, glaub mir. Das ist die Chance seines Lebens, die der dann kriegt. Wer es auch immer jetzt macht. Wir Richtig. bleiben dran, Novien. Wir sind noch ein wenig auf Sendung. Novien, geh mal Ich habe noch Posteingang, eine andere Rennleitung. Meldung. Ich habe noch eine Meldung bezüglich Rocky Bergmann. 16 Millionen bietet jetzt BMW an. Mit aber, das ist die Bedingung, das hat auch Bergmann noch gesagt nebenbei, eine Leistungssteigerung von 70 PS. Für BMW, von BMW, ja. Und Ron Dennis hat übrigens auch Und noch Ron was. Dennis, warte mal, warte. Ron Dennis hat sich mit Jens Marquardt lange, lange unterhalten, fast 20 Stunden, und sind zum Ergebnis gekommen, dass der Wechsel vollzogen wird. Boah. Mit diesen Worten, Rocky Bergmann hatte gesagt, der ausschlaggebende Punkt, ich wünsche, Zitat, ein kleines Zitat, ich wünsche Johannes alles Liebe und alles Gute. Gute Besserungswünsche Oh, und entschuldige. ich hoffe sehr, dass er bald wieder mit uns fahren kann. Ist sehr bedauerlich, dass er, wie gesagt, nicht dabei sein kann, aber wir wünschen ihm alles, alles Gute. Aber Deswegen hat er die BMW. Johannes behält seinen BMW-Vertrag, seinen Zweijahresvertrag Ja, und wird richtig. dann. So, und jetzt wird's für den Pfaffinger dann wohl eng im Vergleich für die nächste Saison. Ja, das habe ich jetzt auch gerade mitbekommen. Das ist jetzt auf. Oh, jetzt überschlagen sich die Ereignisse, Novien. Achtung, also die Saison hat noch nicht begonnen und die überschlagen sich die Ereignisse. Ich habe jetzt gerade das vorliegen. Rocky Bergmann wechselt zu BMW. Das ist definitiv sicher. Der In bekommt sofortiger einen Wirkung. Dreijahresvertrag. Und Achtung, es gibt noch eine Entscheidung. Oh, damit wird es aber eine transferarme Saison jetzt, wenn alles schon vorentschieden wird. Novien, das hast du wahrscheinlich noch überlesen. Ron Dennis bekommt
einen 3-Jahres-Motorendeal von McLaren. Das ist nämlich ebenfalls bestätigt worden jetzt. Honda ist raus bei McLaren, ist Damit damit rausgekickt worden. heißt Lotus wie den Sprung zu Honda-Motoren. Also jetzt überschlagen sich die Ereignisse im Nachrichtenticker, während wir immer noch nicht wissen, wie das Rennen hier gewertet wird heute. Aber Ich habe noch eine Meldung bezüglich Lotus und Honda. Die haben sich auch geeinigt gerade, so wie ich es sehe. Und nochmal hat Honda gesagt, wir wollen Honda, das Auto von Honda, also Lotus Honda, dann nochmal mit 80 PS nochmal ausstatten. Und im Und Gespräch. das passiert alles noch vor Saisonbeginn. Also das, Ja. liebe Zuschauer, das ist nicht mehr Saison 5, sondern der Wechsel Saison 4. sofort. McLaren wird ab sofort doch mit BMW-Motoren an den Start gehen. Also das geht jetzt so schnell. Das ist, also vergesst das, was mir jetzt vorgestellt habe. Das ist alles über den Haufen geworfen. Alles mit Ich sofortiger habe noch Wirkung eine ist der Meldung Vertrag bekommen aufgelöst worden. von Achtung, der jetzt, Rennleitung ja. habe ich. Ich habe gerade mit der Rennleitung gesprochen und es wird entschieden, die Runde Nummer 30. Die Runde Nummer 30 wird Ja. gewertet. Damit ist aber klar, dass dann die beiden BMW gewinnen. Das heißt Richtig. aber, Runde 30 war Eberhofer vorne. Das heißt, der Sieg geht an Jake Eberhofer. Nico ist auch noch da. Nico? Nico ist gerade noch in der Telefonkonferenz. Deswegen ist er auf Stumm. Also, was sagte Johannes dazu? Ist der Johannes informiert worden? Ich schreibe ihm das jetzt mal. Ist Johannes informiert worden? Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also Rijeka bietet Schwung. McLaren und Honda haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt und Bergmann ist nicht mehr McLaren-Pilot. Das ist eine. Also was hier passiert, liebe Zuschauer, Unfassbarkeit der Ereignisse. Johannes Mehdes bleibt BMW-Pilot, wird aber dann erst in Saison 5 an den Start gehen können. Die Verletzungen an der Hand sind jetzt zu groß, dass die Belastung nicht packbar, muss regeneriert werden. Für die STM habe ich gehört, kann der mit Schienen und so fixiert werden, dass er zumindest die STM fahren kann. Aber er kann nicht die Formel 1 fahren, Johannes Mehdes. Das ist zu gefährlich. So, Nico, deine Entscheidung ist auch gerade gefallen und ist wieder zurück. Ja, ich habe mich mit BMW und alles abgesprochen. Also für mich kommt es auf gar keinen Fall in Frage. Das Auto, was wir momentan haben, ist einfach schon perfekt auf mich angepasst. Es wäre schwachsinnig, jetzt in ein komplett fremdes Auto zu steigen. Das wäre auch für meine Karriere und für meine Saison total schlechte Entscheidung. Dementsprechend bleibe ich bei Coca-Cola. Nico, du hast es gerade gehört. BMW hat darauf reagiert, Nico. Ich weiß nicht, inwiefern Ja. du das jetzt mitbekommen hast, aber Rocky Bergmann wird das Cockpit vom Johannes übernehmen und zwar mit sofortiger Wirkung. Wird er Ist McLaren okay, was soll er ver machen? wird er verlassen? Und ich habe das hier vor mir liegen, Nico. Ich weiß nicht, ich glaube, BMW hat ja in diesbezüglich nicht alles verraten. Warum sollten sie es auch, gell? Formel 1 technisch bist du ja bei Coca-Cola fort und bleibst es auch. Aber Nico, damit du auch weißt, also in Rijeka wird heute Geschichte geschrieben. Saison 4 wird ganz anders verlaufen. Nico, weil du Okay. es noch nicht mitgekriegt hast, ich lese dir nochmal vor, ja? Wie das jetzt ist, ich habe es hier vor mir liegen. Also, Rocky Bergmann wechselt mit sofortiger Wirkung von McLaren zu BMW, wird Johannes Mehles ersetzen, bekommt aber einen 3-Jahres-Vertrag. Das heißt, Bergmann wird dort